Mikrofon muted. Ja, und jetzt wieder herzlich willkommen zurück bei GTA RP und es hat sich einiges getan. man mag es nicht glauben, aber gestern, kurz nachdem ich Hand wie geschlossen habe, kam vom TS eine Nachricht von der PL für mich, auf mich zu, ob ich kurz noch Zeit hätte. Ja, klar, habe ich dann gesagt, ne? Es ging da um eine wichtige Sache. Und ich kann es noch wirklich nicht so wirklich fassen, dass es tatsächlich so passiert ist. Aber Ilva ist seit gestern Abend der Director der DMV. Ohne Scheiß. Ich kann es euch gleich beweisen. Einen Augenblick. Ich ziehe gerade Ilva nur fix an. Ich konnte es tatsächlich auch nicht wirklich fassen, als ich das gehört habe, dass man mir die Leitung der DMV jetzt überlässt. Aber es ist Fakt. Ilva ist jetzt tatsächlich die Leitung des Ganzen. Und Moment, ich zeige euch das. Behördenverwaltung, Rang 13. Ihr seht jetzt zwar gar nicht meine Maus, aber da. Es ist passiert. Ilva hat tatsächlich jetzt die Leitung der DMV übernommen. Ich wollte Schuhe anziehen. Ich wollte die Schuhe anziehen. Ich habe sie, glaube ich, auf den Dings getan, ne? Egal. Ja, es ist passiert. Und Ilva ist jetzt Director der DMV. Es klingt immer noch so surreal für mich. Immer noch. Dass es tatsächlich passiert ist. Und dass mir jetzt quasi IC alle Möglichkeiten offen stehen, was das angeht. Es ist unglaublich, wirklich. Ich kann es selber noch nicht wirklich fassen. Aber es ist passiert. Und ja, jetzt beginnt, also es hat schon längst begonnen. Es hat ja schon damals angefangen, als Ilva Assistant Director wurde. Die DMV hat einen Umschwung erlebt zum Positiven. Das hat gestern die PL mir auch nochmal im Gespräch gesagt, dass sofern nichts Negatives über irgendeine Fraktion raus, also ans Tageslicht kommt, läuft es. Und das soll man auch belohnen. Das war so ihr Ansinn. Und das ist wie so, ich weiß nicht, wie man das nennen will, aber es ist wie so eine Art Ritterschlag. Dass man das mir quasi so anvertraut, das Ganze. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Ich bin gestern fast ausgerastet, was das angeht. Aber ehrlich gesagt, ohne jetzt irgendwen jetzt niederzumachen oder so, aber es ist tatsächlich ja verdient. Es ist jetzt 2 Monate her, seitdem Trello damals da gewesen ist und Ilva quasi zum Assistant gemacht hat. Und schon da hat er ja quasi gesamte Rechte an sie übertragen. Denn so schnell. Oh! Hast du mich erschreckt? Hi, Bella. Ich guck so die Straße runter, die kennst du doch? Na, wie geht's dir? Ja, scheiße, aber wieder gelbes, rotes Kleid an, ne? Verdammt. Nee, wenigstens ein anderes. Ja, Assistant. Das habe ich auch noch nie angehabt. Stimmt. Na komm, meine Assistant. Ich hab's gesagt! Wo ist Trello? Für tot erklärt? Keine Ahnung. Ja, für tot erklärt. Juhu. Nein, pass auf. Ich hab... So unglaublich, ey. Ich hab's gestern selbst nicht fassen können. Ich hab gestern Abend... Bin ich nach Hause gefahren.
Und dann habe ich im Briefkasten geschaut und da lag ein Brief drin. Vom Governor. Ungewöhnlich. Oh, okay, das ist ungewöhnlich. Das war scheiße ungewöhnlich. Und ja, in dem stand drin, dass... ich muss gerade mal was trinken. Ja, klar, natürlich. In dem stand einfach drin, weil Trello jetzt die ganze Zeit nicht da gewesen ist. Mhm. Und wir uns um den ganzen Mist gekümmert haben, dass ich jetzt Director bin. Wow! Ja. Ja, endlich! Endlich zahlt sich unsere harte Arbeit hier aus. Mhm. Ja, was hab ich denn großartig? Also wir haben es gemacht. Ganz ehrlich. Ja, schon auch, aber ne? Ich weiß. Du hältst den Kopf hin. Ich halte tatsächlich ja den Kopf hin, das ist richtig. Aber du bist auch diplomatischer als ich. Ja, also ich habe echt gezittert, als ich diesen Brief gelesen habe. Ich dachte schon so, fuck, jetzt säbeln sie mir den Kopf ab. Das wäre schlimm, dann wäre ich weg. Ja, ich dachte schon so, scheiße, was ist das? Aber das Schönste ist, dieser Schandfleck ist weg. Ja, ich glaube es dir. Und irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Ja. Die ganze Zeit über. Der Laden läuft ja die ganze Zeit über. Ja, der Laden läuft und er läuft gut. Ja, könnte besser. Ja, natürlich. Aber es gibt keine negativen Sachen seitens irgendeiner anderen Fraktion oder so. Und ganz ehrlich, das ist wie so eine Art Ritterschlag gerade. Ja, die Kunden sind auch wirklich zufrieden. Okay, die haben keine anderen Möglichkeiten, ne? Aber, ja, aber trotzdem hört man auch... Wie oft werden wir gelobt? Ja, genau. Wie oft werden wir gelobt für unser Engagement? Und ganz ehrlich, dafür jetzt... Gut. Ganz ehrlich. Jetzt der Ritterschlag. Yeah. Ja, genau. Ganz ehrlich, diese $50 mehr jetzt, das ist mir scheißegal. Nimmst du mich mit? Natürlich. Jetzt müssen wir. Oder soll ich dich mitnehmen? Nein. Oder obwohl. Die Tante? Komm, machen wir. Willst du die Tante fahren? Willst du fahren? Ich soll fahren. Wenn du möchtest. Okay, ja, klar. Moment, ich muss nur gerade was trinken. Dieses himmelblaue, schöne Etwas. Ja. Na komm. Okay, Motor ist an. Man hört es nämlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ist das Ding überhaupt an? Wie oft stand ich hier, wollte losfahren, das Ding ist gar nicht an. Deswegen mache ich immer die Lichter schon an. Ja. Aber selbst das siehst du ja am Tag gar nicht. Oh mein Gott. Du hörst nichts. Nee. Jetzt. Oh. Aber wenn du ihn anmachst, du hörst nichts. Nee. Und ich sitze dann jedes Mal, Schlüssel umgedreht, ist er jetzt an oder aus? Mach nochmal, ist er an oder aus? Der schleichende Tod. Aber mir wurde schon mal wieder gesagt, also schön ist es ja nicht. Ja und? Muss dir doch nicht gefallen. Mag dieses Ei irgendwie. Ja, ganz ehrlich, sitzt sich bequem. Und man kann sich angenehm unterhalten. Ja, genau. Wenn jetzt beispielsweise im LKW, da musst du manchmal schon schreien, so laut ist der Motor. Hier kannst du ja flüsterleise, du kannst ja sogar flüstern. Ohne dass er jetzt irgendwie. Ne? Das ist krass. Wow. Ach ja, schön. Das ist ein schönes Auto, finde ich. Also ich finde es echt angenehm. Eindeutig. Ich habe ja im Katalog geblättert, ne? Ich habe da auch so ein Auge auf so ein oder zwei E-Wagen geworfen, ne? Mhm. Der eine, boah, der sah schon schön aus. Gibt schon schönere, definitiv. Ja, aber der Omnis, ich glaube, der heißt Omnis oder so, ne? Ein Sportwagen, mega hübsch. Okay. Ja.
Ich bin ja up to date. Mach lieber noch, ne? Zu. Hab ich schon. Ach, hast du schon? Okay. Ja, hab ich schon. Ja, du bist up to date, ja? Ja, aber etwas Neues, wie du mir ja auch in den geschrieben hast. Oh ja, und da vorne steht er auch schon. Die beiden kriegen gleich noch von mir eins auf den Sack. Okay, dann soll ich nur Hallo und verschwinde. Hallöcher! Hallo, Patrice. Hi, holla. Was ist mit deinen Haaren passiert? Hast du einen... Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Hast du einen... Entschuldigung, aber ist bei dir ein Rasen über den Kopf gefahren? Er wollte das so. Ja gut, okay. Hallo, es sieht meinem Vater ähnlich. Was willst du? Das sind die Spuren von 20 Jahren Ehe. Ich muss rein. Ich auch. Ich ziehe mich aber nicht um. Na, jetzt sagen, dass die Ehe mit meiner Mutter schlecht war? Du kannst es aber echt, ne? Also, holla die Waldfee. Wat. Patrice, ne? Patrice, genau. Wie hieß er nochmal mit Nachnamen, habe ich vergessen. Leone, aus Südtirol. Ach. Mhm. Kein Wunder, dass er meinem Vater so ähnlich sieht. Hä? Wieso? Ja, Köln, nördlichste Stadt Italiens. Hallo? Ja, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ist egal. Ja gut, wenn du vom Römischen Reich her denkst, dann ist es die nördlichste gewesen. Eben. Dann ist zwar noch ein bisschen weiter, aber ja. Egal. So, ich brauche nur meinen Dienstausweis. Mehr ziehe ich heute nicht an. Also, anderes. Oh, scheiße, das klingt gerade falsch. Oh. Okay. Was ist denn? Ich muss mal zum Auto. Hast du was vergessen? Nee, ich habe etwas zu viel mit. Etwas zu viel? Mhm. Du siehst doch die Tasche, die ich noch auf meinem Rücken habe. Ja, die Handtasche, ja. Hm, ja. Genau. Die man mit den Kleidern ja nicht so gut sieht. Mhm. Warum packst du sie nicht einfach in den Spind rein? Weil, wenn ich die hier vergesse, muss ich weiterlaufen als bis zur Garage. Ja gut, aber du musst doch eh den Dienstausweis dann wieder reinpacken. Wenn ich die hier vergesse einzupacken, darum geht's. Ach so. Ja. Ach so, ja gut, okay. Ist ja nur ein kleiner Weg. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ja. Ich wusste es. Die beiden haben vergessen, sich einfach auszustempeln. Autsch. So, jetzt gucke ich mal aufs Fraktionskonto. Wo war ich hier als letztes? Hier, 20.50 Uhr. 21.42 Uhr, 22.36 Uhr, 43, 22.57 Uhr, 23.00 Uhr hat Patrice das letzte Mal Gehalt bekommen. Ja, sehe ich auch gerade. Und dann nicht aus dem Dienstblatt ausgetragen. Habe ich heute früh auch gesehen. Als ich das Datum neu aktiviert habe. Puh. Und noch was habe ich gesehen. In den Praxisstunden. Er hat seine eigene Fahrstunde bezahlt. Also. Bezahlt oder gemacht? Gemacht und bezahlt. Also, weißt schon. Das müsst ihr mir mal bitte erklären, Jungs. Wie habt ihr das hingekriegt? Guck mal bitte in den Praxisstunden. Ganz unten, Patrice Leone. Hat die Fahrstunde mit sich selbst gemacht. Wo guckst du? Na, in den Praxisstunden. Das meinst LKW. Du. Er hat die Fahrstunde. Ich hab jetzt hier in der Akte gerade rumgewühlt, ey. Nee, in den Fahrstunden. Wum, Praxisstunden. Apropos, in den Akten kann ich auch nochmal gerade reingucken.
Nee, da steht auf jeden Fall alles richtig. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen verwirrt. Aber Danny hat das X vergessen. Ich glaube, bei der Fahrprüfung PKW. Ja, na, das ist jetzt nicht so wild. Oder hat jemand anders Patrice da eingetragen? Also Zum ich habe gestern. Bezahlen. Das lässt sich jetzt leicht herausfinden. Drei Sachen, die vor allem sind mir aufgefallen. Drei Sachen, die ich jetzt ansprechen werde. Okay. Oh, Ich bring meine Tasche geht weg. schon gut los. Kann ich noch mal ein paar Tage Urlaub nehmen? Warum? Da kriege ich keinen Ärger. Warum solltest du jetzt Ärger Ich kriegen? weiß ja nicht, aber ich muss dem beiwohnen. Nee, musst du nicht. Okay, bin weg. Tschö. Musst du nicht. Das kläre ich unter sechs Augen mit den beiden. Ach, ich muss gleich wieder nach oben. Ich habe die SIM-Karte oben vergessen. Ich habe auch heute keine. Ich habe jetzt auch gerade keine eingelegt. Also egal. Da ist es ja. Da kannst du dann in die Akte noch einen Stichpunkt drin schreiben, also damit du es nicht vergisst. Dann schreibst du deinen Namen noch dahinter und während der Teambesprechung kannst du ja dann, wenn du dran bist, deinen Punkt vortragen. So, Jungs. So, Eva, jetzt erstmal beiseite. Habt ihr beide erstmal eine Minute Zeit für mich? Klar, Natürlich, kriegst für auch dich zwei. immer. Punkt Nummer 1. Ihr habt euch gestern Abend nicht ausgetragen aus dem Dienst. Im Dienstblatt. Das ist richtig. Punkt Nummer 2. Ihr habt euch gestern Abend nicht ausgestempelt. Punkt Nummer 3. Praxisstunden. Warum hat Patrice Leone seine eigene Fahrstunde gemacht? Was? Schaut mal bitte in Praxisstunden rein. Ja, ich guck drauf, schaut. Ich sehe es ja. Da steht eine 12 und nicht eine Sie, Ach, eine ja, ja, 13. ich bin verrutscht. Verrutscht. Ja, warte. Guck ich mir jetzt. So. 13 rausgemacht. So soll es sein. Ich möchte nicht sehen, dass irgendeiner jetzt hier seine eigene Fahrstunde macht. Nee. Wofür steht das B und das NB? Bezahlt und nicht bezahlt, das könnt ihr nicht eintragen, das kann nur ich. So, warte. Und das andere, ja, das ist mir eben auch aufgefallen, als ich hier ankam. Deswegen rechne ich hier gerade mal aus, Genau, das ich habe ist gerade gesehen, dass ihr 1, bis Dreiviertel 1. Also nee, 0 Uhr 43 und 0 Uhr 46, wenn ich jetzt nochmal richtig auf den Zeitstempel gucke. Habt ihr oder auf die Überweisung von der DMV? also bis 23:37 war ich noch da. Also das heißt, du kriegst 1, 2 zurück. Ja. Warst du auch bis dahin dann hier, Ja. Patrice? Ja, wir sind zusammengegangen. Ja. Okay. Gut. Rechtfertigt trotzdem nicht, dass ihr euch A austragt und B ausstempelt. Ja, natürlich. Keine Das haben Ahnung. wir vergessen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich da angeklickt habe, aber irgendwie anscheinend. Ja, hat er es nicht ganz registriert? Ja, deswegen kriegst du jetzt auf Nein, die DMV. ich möchte nicht das Geld zurück. Ich möchte, dass ihr mir beide bitte euren Nacken präsentiert, damit ich euch einmal hier draufhauen kann. Ich würde dir lieber das zurückzahlen. Nein. Guck mal, Patrice macht es schon, braver Junge. Okay, ich sage, ich zähle bis drei und dann macht's einmal, ne? Aber mach einfach. Aber nicht so doll. Eins, zwei, drei. Ah. Was war Das ist das? eine halbe Backpfeife geworden. Hast du ein Sprunggelenk in deinem Kopf, oder? Nein. Was komisches Kopf eigentlich. Warum kniest du Na, überhaupt? komisch. Aufstehen. So. Bei dir genau das Gleiche. Eins, zwei, drei. Ah. Ja, Ich ist möchte ja in das nie Ordnung. wiedersehen. Und jetzt Ja. dürft ihr mir gratulieren, ich bin die Nummer 13 jetzt. Also ich bin die 13 jetzt. Habe ich schon gesehen, deswegen komm du mal beiseite. Wir haben ja da schon mal eine Kleinigkeit geholt. Oh. Warte, 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 warte.
Oha, also, oha. Dankeschön. Herzliche und viel Glück, egal. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Hey, Nathan, Bratan. Hi, Nathan. Ich würde gerne eine Beschwerde bei der Leitung einlegen. Ist die Leitung gerade da? Ja, sie steht gerade vor dir. Glückwunsch. Naja, so schnell kommt's, gell? So, dann können wir jetzt alle kündigen, ne? Berechtigt, würde ich sagen. Ja, die Kündigung kommt wieder in 2 Stunden oder so. Was soll das heißen? Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Jeder, wie er es verdient. Kündigung ist raus. Warum glaube ich das gerade nicht? So, jetzt vertragen wir uns wieder und es ist alles wieder gut. Und alles Gute zu deinem nächsten Rang. Endlich sind wir den Schattenfleck los. Yay! Ich darf ihn endlich als tot erklären. Oi! Wie gemein. Dann kann ich den Peter ja, James hat ihn noch gefunden im Meer. Ach, der hat den Schädel. Den Schädel, stimmt. Ja, ich hab den Rest. Was? Oh, Alter. Also, ich kann dem PD ja mal einen Hinweis geben, wo die restlichen Körper. Oh. Das ist das schlechte Image von Taxifahrern. Achso, Bella, das ist Patrice. Patrice, das ist Bella. Genau. Patrice ist unser Bella. Neuer. Hab schon von dir gehört. Schön. Ja, warum seid ihr denn heute alle so leise? Gar nicht. Noch ein bisschen. Ja, irgendwie. Vielleicht habe ich auch was an den Ohren, kann auch sein. Ja, putz mal. Mach mal dein Hörgerät lauter. Ja, oder das. Hab an meiner Stimme nichts geändert. Ah! Ach. Aber ich habe die Fahrzeuge repariert. Schön. Bis auf den Bagger. Den Bagger. Bagger. Achso. Motorrad. Aber welche Veränderungen gibt es jetzt? Was? Es gibt bald noch mehr Veränderungen, glaub mir. Also für euch, ich habe gestern einen Brief im Briefkasten gehabt. Bei mir apropos zu Hause. Briefe, warte. Ja. Was denn nur noch? Ja, warte. Was ist denn jetzt noch? Ich soll dir was von Sola ausrichten, dann bitte da. Von Sola. Oh nein, ein singendes Telegramm. Oh mein Gott. Ah. Babe, ich krieg deine Hand grad nicht. Lieber Gott, komm doch mal her. Schön. Ja. Und wenigstens jetzt richtig offiziell so ein Save the Date. Oh, schön. Idiot. Nathan, einmal das hier vor dir, das ist Patrice, unser Neuer. Hallo. Hallo Patrice. Nathan, also Nate, wenn ich bitten darf. Genau, Nate. Das Nathan. Das Nathan. Nathan. Was Nathan ist denn Bratan. Das? Nathan Bratan. Der Nathan. Wurde schon geprüft? Auf Herzniere? Ja. Aber wenn du Bock hast, kannst du mit ihm LKW-Prüfung machen, die hat er gestern verkackt. Also, auf geht's. Was hat er wieder. Die LKW-Prüfung. Echt? Ja. Woran lag es? Ach, wo soll ich anfangen? Oh. Nee, ernsthaft. Jetzt nicht dein Ernst. Oh. LKW. LKW ist ein Ding. Ja. Warte, können wir doch mal gucken. Es ist doch einer, der das Ding nicht mag. Yay. Ja! unsicherer Fahrstil, Verkehrsschild umgefahren und das Verkehrsschild, das ist einfach passiert. Ja. Mhm. Und die Zugmaschine war kaputt, er hat den Kühlergrill verloren und eine Lampe kaputt gemacht. Okay. Das ist doch einiges. Ja. Dann gehen wir zu unserem netten Kollegen. Vielleicht schreibst du es ja nach. Okay. Ich hoffe, du hast ein frisches Hemd noch mal mit. Ja, ich hab's
frisch ja, gewaschen. Gestern, also gestern das kann aber nicht sein. Hm? Wieso steht denn das da nicht in der Akte drin? Steht doch oben mit dem richtigen Information. Doch, das hat er reingeschrieben. Ich hab's aber gesehen. Die zweite Fahrstunde, die steht nicht drin. Lese wichtige Information. Ja. 15.8. Fahrprüfung zur zweiten Fahrstunde umgewandelt. Okay, welche Fahrprüfung? Und welche Fahrstunde? Weiß nicht, was war, steht doch da dabei. Zugmaschine beschädigt. Ja, aber warum steht die Fahrstunde nicht dort, wo sie stehen sollte, bei LKW? Du hättest da einfach nur die erste Fahrstunde, zweite Fahrstunde darunter schreiben können. Hätte gereicht. Nicht können, sondern oder sollen. Wollen. Damit man das auf einen Blick sieht, dass er schon zwei Fahrstunden hatte, weil ich gucke mir doch nicht jedes Mal die Infos an. So. Genau. Wo steht denn das? Was denn? So, das ist unter 4 Praxisstunden, ne? Mitunter, aber das hast du in den Akten drin. Ja. Auf deinem Tablet. Ja, ja. So besser. In den Akten. Da habe ich. Nee, da habe ich nur Mitarbeiterbesprechung und Führerscheinliste. Genau, und da in der Führerscheinliste. So, und da ist das dann. Da hast du jetzt deine Akte. Und da steht das alles drin. Ja, hast du doch gestern schon, hey, hattest du gestern schon gesehen? Ja, aber... Wahrscheinlich noch nicht so sehr mit wahrgenommen. Er lernt doch noch. Der lernt doch noch. Aber... Bella ist so besser. Ist doch gerade erst den dritten Tag da. Wie bitte? Haben wir denn Mr. Ocean da auch eingetragen? Das ist noch leer, oder? Nee, hatte ich eigentlich gestern. So wie bei dir. War eigentlich alles zusammen gemacht. Aber Henry? Ja? Noch eine Frage zu den wichtigen Informationen. Die bleiben jetzt immer da stehen? Bei ihm? Oder löschen wir die dann raus, wenn er die bestanden hat? Ich bin dafür, dass wir es löschen. Aber daran kann man doch dann erkennen, woran es gehabert hat. Dann hat man einen Überblick für die anderen Führerscheine. Aber also wir können doch gerne löschen. Also unsicher ist er jetzt nicht mit dem PKW gefahren. Da war er sehr souverän. Ja, deswegen, also das liegt an eurer Entscheidung, Missus. Ich würde es nur so lange drin lassen, bis er die Prüfung bestanden hat. Okay. Also für immer. Kehrschild umgefahren? Zugmaschine beschädigt? Freu dich schon mal, Nate. Oh, heilige. Nimm ihn hart ran. Das klingt falsch, aber okay. Und? Ja, und bei der Zugmaschine ist der Kühlergrill abgefallen. Also. Ich würde sagen, let's have some fun. Viel Spaß. Viel Spaß, viel Erfolg. Bis später, bis gleich. Okay, dann machen wir eine ganz normale Fahrzeugkontrolle, Abfahrtkontrolle. Und yeah. Also die Fahrzeuge sind frisch aus der Werkstatt. Danny, da bist du. Ja, also nochmal wegen Beförderung. Ja. Ich habe gestern ja den Brief gekriegt im Briefkasten vom Governor. Und da drinne stand das alles drinne. Trello wird abgesetzt, ich bekomme den neuen, ich darf einsetzen, wen ich möchte als Assistant. Es wurde unsere gute Arbeit hier gelobt. Wir sollen so weitermachen. Nicht. Ja, wehe, wenn nicht, richtig. Ich wollte sagen, ja. Ja. Wann kriegen wir den neuen Fällen? Das weiß ich halt nicht. Den haben wir ja noch nicht bestellt. Ach, ich dachte, der wäre schon bestellt. Ach, nee, den haben wir nicht. Stimmt, den haben wir nicht bestellt, weil der Jahrhundert kostet. Richtig. Achso, Schatz, wir haben 2 Sea Sharks bestellt. Bestellt oder haben wir die schon bekommen?
bestellt. Apropos, ja. Ich habe noch gar nicht geguckt. Wir müssen aber nochmal bei Diamond Cars anrufen für den Anhänger. Ja, stimmt. Weil ich auch noch nicht weiß, also die können uns sagen, welche Fahrzeuge einen Anhänger dran auf haben. Auf jeden Fall einen Settler. Die können, ja, der kann das transportieren. Irgendwas mit B? Keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt irgendwie doof. Ansonsten müssen wir unsere Jetskis immer von auf die Wassergarage da transportieren. Er hat aber auch gemeint, könnte. Ich habe schon wieder eine neue Dienstnummer. Ach, was für ein Scheiß. Es ist aber schon alles umgeändert, Bella. Und die bleibt Scheiß. Jetzt auch. Ich habe mich gerade an die 4 gewöhnt. Deine Nummern bei der Praxis-Dings habe ich auch gestern schon geändert. Wo du noch als Fehler drin standst. Ach, ja, okay. Ach, deswegen. Ja, danke schön. Danke, danke. Damit ist mir ja. Zumindest aufgefallen, nicht so... Hä, hey, warte mal, wieso steht der Fehler? Dann habe ich just for fun 13 gemacht. Oh, okay. Anstatt mal in die Dienstanmeldung zu gucken oder so, ne. Nee, aber ich habe ja gestern auch noch einen C-Shark bestellt. Und er hatte gemeint, vielleicht könnte er uns dann immer, also könnte er uns wenigstens die Boote dann hier aufs Wasser lassen, dass wir sie dann, dort entgegennehmen können. Damit wir sie dann in eine Bootsgarage dann einparken können. Das hatte er noch zu mir gemeint, als ich meinen C-Shark bestellt habe. Wäre es nicht von Vorteil, wenn wir bei der DV auch schon mal so einen Anhänger hätten? Wäre es nicht eigentlich auch gut, wenn wir hier eine Boot hätten? Richtig. Ja, auch, aber nein, also eine Bootsgarage hier. Das wäre ja, hier doch vorne, viel. Ne? Direkt bei uns. Ja, genau. Beziehungsweise da drüben, wo der Hubschrauber ist, da sind ja auch so zwei Einlassungssachen für, um ins Wasser zu fahren und die da reinzubringen. Apropos, wo sind überhaupt Bootsgaragen? Naja, am Pier unten ist einer, glaube ich. Am Pier? Ja, warte, dann. Da unten im Hafen ist eine. Ach du, also da, da unten am Flughafen. Ach, oh Gott. Okay. Ja gut, da ist wenigstens Platz eine zum war. Ja, aber solange es dann wohl unten am Strand eine ist. An der Ostküste, wenn du dort am Angelsteg bist, dort ist auch eine Bootsgarage. Ja. Soweit ich noch weiß. Aber von hier bis da oben, das ist der Tank dreimal leer. Ja, aber ich sag mal, das ist okay, wenn man dort am Flughafen sich dorthin stellt. Wenn das eine Bootsgarage ist. Ja. Schatz, willst du immer noch in Chester? Das wäre die nächste Frage. Ich hab gesehen, da will einer einverkaufen. Das wäre ja theoretisch der gewesen, den ich gehabt hätte, hätte mir das Geld zu dem Zeitpunkt gehabt. Das ist ja, der von Dean. Ja, genau. Ruf ihn an. Das Ding ist, wir haben jetzt die zwei C-Sharks bestellt für 100.000, ne? Also insgesamt, ja. Dann wird's wieder knapp. Könnt euch ja Geld leihen. Ja, Bella wollte das ja nicht. Sie sagte, bei Eva bitte kein Geld leihen. Ja. Also ich habe da eigentlich kein Problem mit, um das auch wieder zurückzuzahlen. Da ist er schmerzfrei. Also halt die Frage, ne? Ich weiß nicht. 30.000 aktuell. Also ich kann da nicht unterstützen. Bei mir ist da auch nicht viel. Oder was hab ich? Gott. Für wie viel will er den denn haben? 140. Wir haben 130 auf dem Konto und 36 habe ich auf dem anderen. Weiß nicht, nichts gut. 140. Ja, aber auch schon mit ein paar Tuning-Sachen dran, ne? Also schon ein bisschen was gemacht. Ja, aber eigentlich genau das Richtige für meinen Geschmack. Ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob mir der gefällt. Und eigentlich wollte ich mich nie in dein Auto setzen, um zu gucken. Mhm. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Ich glaube, um Probe zu fahren, um zu wissen, ob das was für mich ist,
müsste ich das dann mal machen. Ein Auto steht zu Hause in der Garage. Ich weiß, wo das Auto steht. Ja, bitteschön. Ja, also dann kannst du... Guck mal, und Bella sagt, erlaubt es dir doch. Dann und die, nutze doch mehr Chance. Das Ding ist, ich habe ja noch ein anderes Traumauto, was ich gerne haben wollen würde. Das ist nämlich der Centorno. Aber die Wuchtmenge ist auf 340.000 Meter hochgegangen. Weil... Ach ja, sie wollte den ja verkaufen, wenn sie... Lia hätte sie den für 270.000 verkauft. Schon ein kleiner Unterschied. Ui. Eigentlich will ich ja auch noch sparen, ne? Und da wir gesagt haben, Häuschen ist nicht so wichtig erstmal, weiß nicht. So, dann habe ich aber noch andere Sachen. Das dreht sich wieder um die Tabellen. Ach ja, stimmt. Warte, ich muss die gerade erst hochfahren. Warte. Neue DMV-Dienstblatt. Da ist sie. So, jetzt ist das, bin ich so... Also, warte, genau. Jetzt mach es mal ganz ruhig. So, es geht erstmal um diese Probezeile, die ich hier warte, die markiere ich einfach mal hier in grau, ja. Sag mir erstmal bitte, welches Blatt. Fahrtenbuch. Es geht immer gerade aktuell nur ums Fahrtenbuch. Ja. So, die graue Zeile, ja. Mhm. Jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass man sagen kann, Stundenpreis und Kilometerpreis werden separat mit den unterschiedlichen Werten berechnet, die wir ausgerechnet hatten, also hier für Bus, Taxi und Limousine. Okay. Das heißt, je nachdem, was du hier vorne, fangen wir hier mit dem Taxi an. Ja. Also, sagen wir 24 oder 34 Stunden. Kein Problem, rechnet ihr hinten aus. Das ist der Taxitarif. Kilometer. Genau. Ja. Mhm. 34 Stunden im. Oh, Alter, 34 Stunden. Wenn du das dann halt umschreibst, dann berechnet er das halt passend in der Zeile um. Alles kein Ding. Warte kurz. Wo? Ach, da hinten. Ach, da hinten. Ja, ja, ja. Genau, jetzt hier Limo. So. Du kannst auch natürlich Stunden eintragen. Alles kein Ding. Schön, ja. So, jetzt ist das Problem, in der Formel habe ich ein Problem mit der Anfahrt. Da habe ich dann aber auch gerade eben schon mit Bella während der Besprechung da geschrieben, dass man ja theoretisch den Anfahrtspreis immer berechnen könnte. Das ist die Frage, ist das ein Anfahrtspreis oder ist das eine Grundgebühr? Genau, das ist eigentlich ja ein Anfahrtspreis, weil wenn du die jetzt hier einsammelst, dann hast du keine Anfahrt. Dann hast du keine Anfahrt. Deswegen habe ich auch gerade schon mit Patrice drüber geredet, wie er das sieht. Und wir kamen dann irgendwie so, dass das ja eine Fahrzeugspauschale wäre oder so. Ist es ein Anfahrtspreis, wird die Anfahrt berechnet. Hast du keine Anfahrt, wird nichts berechnet. Hast du eine Grundgebühr, wird sie immer berechnet. Ja. Genau. Da ist aber auch tatsächlich das Ding, ich würde tatsächlich sagen, dass es eine Grunddings ist. Und dass der Anfahrtspreis eigentlich auch der Kilometerpreis ist. Dass du von der Strecke, wo du ausberechnest, die Kilometer berechnest. Was? Wenn ich jetzt einen Gast in Paleto abhole, soll ich von hier bis nach Paleto berechnen? Das wäre okay, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber, ja, aber an sich... An sich wäre es aber auch logisch. Ja, wenn er sich wäre das aber auch kein Service. Nee. Weil dafür haben wir ja den Anfahrtspreis querstrich die Grundgebühr. Richtig. Die das eigentlich deckeln soll. Ja, ja. Dementsprechend kann man das ja so berechnen. Wir müssen das ja jetzt nicht von hier bis nach Paleto berechnen, sondern wir sagen, dass der Anfahrtspreis halt eine Grundpauschale ist. Und dann hätte sich das ja durch das Wort schon wieder geregelt und dann könnte ich das nämlich so berechnen, ohne dass ich das ankreuzen müsste. Und so würde auch die Berechnungsformel sich um ein Drittel kürzen, weil wenn ich das jetzt so machen würde, dass ich da jetzt ein Häkchen reinmache und separate Preise für unterschiedliche
Fahrzeugarten eingebe, dann explodiert die Formel. Jetzt atme einmal bitte tief durch. Genau. Du hast gerade sehr viel Luft verbraucht. Und du redest wieder sehr schnell. Deswegen tief Luft holen. Alles gut. Ja, wie gesagt. Ja, den Grundgedanken finde ich an und für sich gut. Wenn wir das sagen als Grundpauschale. Es sind nur $35. Beim Taxi. Beim Taxi. Beim Bus sind es 350 und bei der Limo waren es 500. Ich meine, das... Gut, Limo... Keiner fährt eine Limo nur für einen Kilometer. Oder zwei. Weiß man nicht. Also wenn es nach der letzten Aktion die 6 Leute, die ja den Bus bestellt hatten, die wollten glaube ich auch nur vom MD zum PD oder so. Aha. Bezieht sich also nur auf die Anfahrtskosten für das Taxi, nicht jetzt noch für Bus und Limo, richtig? Nein, so wie als auch, weil... Weil wenn du jetzt sagst, der Anfahrtspreis wird separat berechnet, weil das ja unterschiedliche Werte sind, ja, wäre das so, dass die Formel, die jetzt schon recht groß ist, sich um ein Dreifaches verdoppeln würde. Ist richtig, ja. Rein theoretisch müssten wir das dann im Webbrowser dann auch so kommunizieren, dass das jetzt kein Anfahrtspreis mehr ist, sondern eine Grundgebühr oder Grundpauschale, dass wir überhaupt rauskommen. Ich habe das beim Taxi ganz einfach gemacht. Ich habe einfach den Begriff abgeändert. Ja, deswegen, statt Anfahrt ist es eine Grundpauschale. Genau. Und also ich habe Grundpreis damals dazu gesagt. Ja, und ich musste das vorher bei der Stadt genehmigen lassen und dann habe ich das einfach so reingeschrieben. Mhm. Nicht Anfahrtskosten, sondern Grundpreis. Ja. Die haben es abgesegnet und ich konnte es durchsetzen. Dann würde ich das hier dann aber auch so tun. Ich würde mich dann nochmal mit dem Government zusammensetzen, ob wir das so machen dürfen. Statt Anfahrtspreis jetzt eine Grundgebühr oder Grundpreis daraus zu machen. Und wenn die sagen, jo, kannst du machen, dann, Kurt, kannst du die... Stand in diesem Brief hier nicht, ihr habt freie Hand. An und für sich, ja. Du darfst das jetzt entscheiden. Ist jetzt auf deinem Mist gewachsen. Was wolltest du, wenn ich jetzt anfange? Also, wenn du dich das nicht traust, entscheide ich das auch gerne. Uff, okay, oh Gott. Ja, Eva, an die Position ich habe jetzt gewöhnt. Scheiße! Ich habe jetzt wirklich das letzte Wort. Du bist ja jetzt was Höheres, ich darf dich ja nicht mehr überleben. Frau Svensson. Halt die Klappe. Wenn ihr mich jetzt hier anfangt zu sitzen, ne, dann reicht's mir. Kein Problem, Frau Svensson. Bella, hör auf. Da fliegt die Beuterei an. Ich fange nicht an wie... Nein, ich fange nicht an. Wie meinst du, Svensson? Dann halte doch, ey, hallo! Frau Svensson, ich verstehe Ihren Ansatz nicht. Also wenn ich jetzt noch weiter Frau Svensson sage, dann habe ich die Entscheidung gleich übernommen. Okay, dann mach das so. Scheiße, Mann, ihr seid doch... Gott, ey. Das sind Entscheidungen... Ich habe hier... Scheiße, ich habe... Frau Svensson sagen und dann kriegst du alles durch. Okay. Was fändest du, wie fährst du mit einer Yacht? Nein. Was fändest du, sollen wir hier noch so einen roten Teppich rausrollen? Jetzt zeige ich es aber langsam wirklich. Wow. Das ist eine Beleidigung und ein Lob zugleich. Ihre Majestät. Oh. Hey! Hallo, was soll das denn jetzt? Trello hat damals noch gesagt, wir sollen hier vor ihm salutieren. Ich habe das wirklich gemacht. So, jetzt macht ihr das. Punkt. Nein. Notiz an mich, Kündigung vorbereiten. Nein, pass auf. Okay. Wir machen das mit dem... Oder willst du noch Bedenkzeit? Ist ja kein Ding. Nur im Prinzip ist es ja
für uns eine Vereinfachung mit der Berechnung. Richtig. Und die Anfahrtskosten werden ja so oder so bezahlt. Und die meisten, sind wir doch mal ganz ehrlich, die kommen nicht hier hin und sagen, ich brauche ein Taxi. Das ist schon richtig. Das Einzige, was Patrice tatsächlich eben angemerkt hat, wenn er jetzt zum Beispiel mit dem Taxi rumfährt und beim Würfelpark jemanden aufgammelt oder so, dann ist es ja keine Antwort. Dementsprechend kann man ja vielleicht sagen, dass man das halt umgedreht macht, weil die Anfahrt ja zu 99% stattfindet. Hm? Könnte man ja sagen, sofern, keine Ahnung, Person X dort aufgehebelt wird, dann entfällt halt die Pauschal. Was ist aber jetzt Position X? Ja. Wo definierst du jetzt Position X? Ist das Würfelpark? Ist das LSPD? Ist das Grapeseed? Ist das... Naja, also er meinte, das ist halt so, wenn er jetzt, wenn er zum Beispiel mit dem Taxi am Würfelpark steht. Ja. Und halt eine Person da hinkommt und sagt, könnten Sie mich mal da und da hinfahren? Dann das ist hast aber du wieder den Anfahrtspreis. Den Grundpreis dann. Weil das wäre ja keine Anfahrt, weil die Person ja schon da ist. Das ist ja, dann aber genauso, wenn du... Wenn du dann nicht berechnen willst, dann ist es eine Anfahrt. Pauschale. Macht Sinn, ja. Also entweder konsequent die Grundgebühr berechnen, egal wann, egal wo. Ja. Oder wir haben Anfahrtspreis und dann kalkulierst du das dementsprechend, wo du den einsammelst. Aber jetzt mal rein hier hypothetisch. Genau, danke. Wenn du schon am Würfelpark stehst und einer sagt, fahr mich mal da und dahin, oder ob er jetzt hierher kommt und sagt, fahr mich mal da und dahin, ist genau das Gleiche. Du stehst irgendwo genau. und einer sammelt dich und du sammelst ihn auf. Ist im Grundeffekt genau das Gleiche. Wir deckeln damit unsere Kosten. Ja. Und es wird ja im Gros wirklich ja auch immer, also auch davon jetzt in der Statistik jetzt mal so gesehen, das Gros ist tatsächlich Taxifahrten. Ob jetzt Bus oder Limo, das ist ja weniger. So, definitiv. Und jetzt erzählen wir mal irgendjemanden, der von 35 auf einmal arm ist. 35 genau. Dollar, die er bezahlen muss. Genau, so ist jetzt nämlich auch gerade mein Denken. Und wenn sich jetzt jemand eine Limo leistet, wo die Anfahrt, wie viel war nochmal die Anfahrt? 500. Der hat diese 500 auch noch locker. Das sowieso, ja. Sollte er. Richtig. Ebenso mit dem Bus, die 350. Ebenso mit dem Bus. Wenn ich so ein Gefährt von stelle, richtig. Sollte ich die Kosten auch haben. Von dem Sinne her wäre es eigentlich auch nur logisch, wenn wir aus diesem Anfahrtspreis einen Grundpreis machen. Gut, dann ist das nämlich in der Formel, die jetzt gerade aktuell in der Tabelle ist, so schon gegeben. Dann kann rein theoretisch die Spalte mit Anfahrt raus. Ne? Genau. Dann fängt deine Rechnung immer an mit Grundpreis plus. Richtig. Motorwegen. Naja, nicht ganz. Die Rechnung aktuell läuft. Man wählt erst die Stunde oder die Kilometer aus, entscheidet sich dann für das Taximodell, aber das ist ja Jacke wie Hose, wie rum die Formel ist. Das ist Jacke wie Hose, wie berechnet wird, genau. Dann werden wir das im Webbrowser auch so nur noch umändern. Bin schon dabei. Bist du eigentlich schon im Oligramm oben? Es ist alles schon umgeändert. Ich bin immer noch dein Boss. Ich habe das Organigramm gestern Abend noch, bevor ich ins Bett gegangen bin, tatsächlich umgeändert. Hey, Alter, du wirst immer mein Boss sein. Du wirst immer ein von den mindestens über mir sein. Ich weiß, dass wir das erste Dreieck machen. Wobei, immer und weiß, jederzeit. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen zweiten Zwölfer. Kann sein. Wie nennen wir das? Grundgebühr? Grundgebühr, Grundpreis. Sucht es dir aus. Es ist ja, ein Grundpreis, oder? Ob du jetzt den Hund Willi oder Waldo nennst, ist es immer noch ein Hund. Okay, also Hund. Jetzt denken die dann noch, es ist ein Hund, den sie dazu kriegen. So, dann zweite Frage bezüglich des Neulingshäkchens. Ja, fertig. Wenn man weiß, dass es ein Neuling ist,
Wie, das wird ja dann eh nicht gerechnet. Dementsprechend ist das ja auch unsinnig, diese Fahrt dann einzutragen. Wie bitte? Die Frage nochmal. Wenn es ein Neuling ist. Genau, dann wird das ja auch eingetragen in der Spalte. Aber die Eintragung der Fahrt, also der jeweiligen Fahrt, geht ja auch eigentlich nur zur Berechnung des Preises für die Summe der Überweisung am Ende. Dementsprechend ist es ja eigentlich auch eine überflüssige Sache, wenn es ein Neuling ist, das einzutragen. Das sehe ich anders. Ja, die Spalte wird ja dann eh wieder gelöscht, wenn es... Aber um eine Übersicht zu haben, wie viele Fahrten man gemacht hat, wäre also, schon wichtig. Naja, aber wird in der Statistik nicht derzeit das auch so eingetragen? Weil wenn du die Spalte ja löscht, man bereinigt ja das Fahrtenbuch alle paar Tage, wenn man die Überweisung getätigt hat oder dergleichen. Ja. Da verschwinden die Daten ja wieder. Und wenn du die Zeile bereinigst, verschwindet dann auch nicht die gezählte Fahrt? Okay, nur mal angenommen. Du machst 3 Stunden Taxi. Bist die ganze Zeit unterwegs und hast keine Fahrt, weil du 10 verschiedene Neulinge gefahren hast. Deswegen hast du nichts angenommen. Wäre für uns natürlich zum Nachvollziehen soweit interessanter. Ja, natürlich, aber da kommt ja der... Ja, aber da kommt auch der Aspekt, dass die Fahrten ja eh gelöscht werden beim Überweisen. So. Also ja, da ist ja nichts Permanentes. Aber trotzdem haben wir ja für die Zeit erstmal eine Übersicht, ob du jetzt nur irgendwo rumgestanden hast oder ob du tatsächlich tätig warst. Es ist ein Kontrollwerkzeug. Ja, natürlich, aber... Bei der Statistik, wie viele Fahrten getätigt wurden, würde das ja abgerechnet werden, wenn man die Spalten löscht, was ja derzeit aktuell häufig auch der Fall ist. Dementsprechend sind ja auch diese Statistikzahlen, wer wie viele Fahrten gemacht hat, nicht richtig. Weil man das ja löscht. Dann geht das ja auch aus der Gesamtstatistik weg. Wird es aber auch in den Praxisstunden dann so sein, wenn die Liste irgendwann voll ist, wird auch gelöscht. Ne? Dann haben wir auch nicht mehr so, ja, okay. Naja, man kann das ja dann theoretisch archivieren. Das wird ja dann trotzdem weitergerechnet. Könnten wir damit jetzt ja auch machen dann. Ja, genau. Dann, und dann ist es, und dann steht da. Dann dürfte das Fahrtbuch ja nicht mehr gelöscht werden. Natürlich. Bevor es gelöscht wird, wird es kurz archiviert. Ja, dann ja. Aber ich meine, aktuell wird es doch so gemacht, dass die Spalten... Aber Fahrten dann können wir das doch einfach dann mal so als Archiv dann einfügen. Wir können bevor die Zahlen dann überweist. Einfach ausblenden. Punkt. Oder die können wir ausblenden. Das ist sogar noch einfacher. Man hat bis zur Mitarbeiterbesprechung alles zu bezahlen, was geht. Und zack, der Rest wird archiviert. Ausgeblendet. Beispiel, ja. Entweder wird es überwiesen oder es wird bar an uns übergeben oder sowas. Weil wir können es doch einzahlen, ne, in bar? Nein. Ja gut, aber wenn wir das sammeln, dann können wir das trotzdem wieder einzahlen. Kannst du jetzt nicht als Leitung bar an das Konto? Gut, dann machen wir das Neulingsthema auch. Oh, lala. Selina, hallo? Nee, kann ich nicht. Weil es nicht mein Konto ist. Es ist ein Staatskonto. Ja, hätte sein können, was jetzt. Nein. Nee, aber okay, dann... Dann blenden wir das einfach aus und somit wird nicht mehr gelöscht. Gehen wir heute noch in den Gerichtsprozess? Ach, scheiße, stimmt ja. Da ist ja auch weil gleich... Weil wollten wir jetzt gleich los, ne? Ja. Stimmt, fuck. Ja, ach so, ist, war das nicht am 18.? Nein, es ist heute, 16. Ah. 16. Ja, dann rufen wir Nate an, die sind noch auf Prüfung.
Ja, warte kurz. Ich gucke gerade noch mal kurz im Webbrowser nach. Nicht, dass sich da irgendwas wieder verschoben hat. Berichtstafel. Ist hier 16. Na, die mit dem Motorrad so lange gebraucht hat. Ja, 16.08.20.30 Uhr. Ja, genau. Dann rufe ich gerade mal kurz Nate an. Moment. Frag ihn mal gerade, wo sie sind. Ob er überhaupt mit möchte. Kann ja auch sein, dass er nicht will. Nein, ich habe ihn noch nicht getötet. Nein, alles gut. Ich habe nur eine kurze Frage. Hast du Lust, in einer halben Stunde bei dieser Gerichtsverhandlung mit dabei zu sein? Da sind einige StVO-Delikte, die wollten wir uns gerne mal anhören. Ja, bin dabei. Bist du dabei? Okay. Ja. Wo seid ihr gerade? Ich quäle ihn gerade bei der 26 ein bisschen. Okay. Ja, dann versucht mal, keine Ahnung, wir fahren gleich selbstständig hoch. Dass ihr dann nachkommt oder so, wenn ihr Bock habt. Ne? Also ich wollte nur mal nachfragen, ob du Lust hast. 20:30 geht's los, aber wir müssen schon vorher da sein, weil Kontrolle noch ist, von, ne? Dass da keine illegalen Sachen und so reinkommen. Okay, ja gut. Dann, ne? Ja, wir machen uns auf den Weg. Alles klar, dann bis gleich. Okay, Sie sind mit dabei. Dann gehe ich jetzt nur mal ganz schnell für kleine Mädchen oder für kleine Directors. Oh. Soll ich dann mit dem Bus oder... Warte mal, wie viel sind wir? Fünf. Wir fahren am besten. Überlege auf Toilette. Ja, ich überlege auf Toilette. Mikrofon muted. Oh Mann, ey. Komm. Bist du IC schon, geht's los. Bella hat mich wirklich so ein bisschen erschreckt. Nee. Ja, wir machen jetzt gerade, also wie es aussieht, werden wir jetzt einmal zu der Gerichtsverhandlung gehen und ich überlege jetzt einmal gerade kurz, ob wir jetzt mit der Limo hinfahren oder ob wir, ich habe überlegt eigentlich mit der Limo hinzufahren, weil es, ja. Ich sag jetzt mal, bis gleich. So, bin wieder da. Bus, Limo, Limo, Bus. Die entscheidende Frage. Machen wir das im Dienst? Microphone activated. Ich würde sagen, ja. Weil ist ja wirklich ein Exkurs, ne? Es ist ja tatsächlich ja ein Exkurs. Ja, würde ich schon sagen. Machen okay. Wir. Ich bin gerade nur am überlegen, ob wir jetzt mit dem Bus fahren oder ob wir mit der Limo. Die anderen beiden fehlen noch. Ich habe sie gerade angerufen. Nate und Patrice kommen gleich. Die sind gerade auf dem Weg zurück. Ich würde eher sagen, mit zwei Wagen. Beide Fehlern? Würde ich sagen, das ist nicht ganz so auffällig wie mit dem Bus. Ja.
genau, mit der Limousine. Das ja, ist genauso auffällig. Ja, richtig. Also die Überlegung hatte ich auch, aber ich glaube, mit Dienstwagen wäre es, glaube ich, würde es besser aussehen, ja. So, mir ist gerade noch ein Gedankengang gekommen, das ganz zu versimpeln, dass man, wenn es ein Neuling ist, hinschreibt bei der Taxi, Bus oder Limo, dass es einfach ein Neuling ist. Also eine vierte Kategorie, dann ist das mit der Formel so einfach. Hä? Sprich, wenn du jetzt dieses Häkchen bei Neuling entfernen willst. Ja, genau. Warte, ich kann das kurz veranschaulichen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass du dann nicht unter dreien aussuchen kannst, Bus, Limo, Taxi, sondern Bus, Limo, Taxi, Neuling. Genau, weil bei Neuling wird das ja eher auf null reguliert, oder ist das ja scheißegal? Das wäre jetzt ja komplett einfachste Variante. Ja, aber das ist irgendwie dann wieder ein bisschen verwirrend, weil Bus, Limo, Taxi, ist klar, ist ein Fahrzeug. Was ist denn für ein Fahrzeug ein Neuling? Ist der Neuling jetzt, bist du auf dem Neuling gefahren oder was? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja, naja, natürlich. Nee, ich überlege mir noch was. Und vor allem, es bleibt ja dann trotzdem ja die Berechnung mit Neuling. Nee, bei Neuling wird es ja auf Null gerechnet. Ja, ich weiß, aber trotzdem musst du ja die in der Formel drin haben, wenn du auswählst Neuling, dass es dann auf Null geht. Ist ja klar. Ja, das ist ja kein Ding, weil wenn ein Neuling jetzt so wie Taxi behandelt, dann wird halt die Formel... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Sieht hässlich aus. Ich denke ja nur ein bisschen an die Optik, ja. Nee, es wäre halt nur zur Vereinfachung. Ja, dann bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als in Kombination mit Neulingen halt eine Spalte wieder reinzufügen. Aber das ist halt nicht so. Wir haben schon eine rausgenommen. Ich bin das letzte Mal gefahren. Welcher Felon ist es? Drei. Drei? Wer hat ihn als letztes gefahren? Weil ich glaube nicht, dass es Danny war, vorgestern. F3. 3184 Kilometer? Das stimmt auch. Aber ich wette trotzdem nicht, dass Danny den so eingepackt hat, offen und an. Ich habe keine Ahnung. Aber warte mal. Vorgestern, richtig? Ja. Gestern hatten wir gestern einen Fehler draußen? Ja. Welchen? Die zwei wahrscheinlich? Ja, ich habe den zwei eh meistens. Kann aber auch wieder mal sein, dass Konrad mal wieder Schindluder getrieben hat. Das passiert ja auch schon mal. Ne? Also ich würde es jetzt nicht an... Also ganz ehrlich, ich traue es Danny auch nicht so, dass er den so hinstellt. Und wir waren ja... Also ich war ja da. Wir sind ja geschlossen aus dem Dienst gegangen. Ich hasse sie. Manchmal, ja. Wieso, hast du eine Scheibe eingeschlagen jetzt? Nein, aber der Motor lief und der war an. Ja, ich weiß. Also der war an und auf und ja, hättest du nur auspacken müssen. Ja, aber es kann ja keiner an die Wagen ran, außer wir, wenn wir im Dienst sind. Ne? Gestern haben wir die Fahrzeuge auch eingepackt. Patrice vergisst das ab und zu mal noch abzuschließen. Dann habe ich ihn aber auch hingewiesen. Ja, habe ich ihn auch schon. Aber bei ihm kannst du es noch entschuldigen, dass er noch frisch ist. Ja, nein. Deswegen wollte ich gerade nur äußern, dass ich halt darauf aufgepasst habe, dass er das alles ein bisschen ausgemacht hat. Das kann es auch nicht sein. Ja, gut. Okay. Lustig wäre es, wenn du auch gleich über den Verkehrsdialekten aufgerufen wirst, um zu erklären, ob das so geht. Warum sollten wir dazu aufgerufen werden? Wir sind doch nicht die ausführende Gewalt hier.
So, habt ihr genügend zu essen, zu trinken? Ich hab ja. Ja, dank dir habe ich jetzt eine Erdbeersahnetorte. Er hat mir einen Blumenstrauß geschenkt. Macht er eine Fahrstunde oder macht er eine Prüfung? Er macht eine Prüfung. Warte, apropos, er ruft gerade an. Ja. Wo ist er den denn? Oh nein. Wo seid ihr? Aber er kommt. Ich denke, er kommt nicht wieder. Wir sind an der Tankstelle. Ich habe gerade das Eintrittsverboten-Schild nochmal versucht nahezubringen. Aha. Dass man da ein bisschen sensibilisiert wird dafür. Ah, okay. Also seid ihr gleich da, ja? Ja, yeah, wir sind gleich da. Okay. Ist gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Patrice hatte irgendwie gerade Kopfschmerzen. Ach so. Ja, gut. Aber eine halbe Stunde. Ja, so ungefähr Viertel vor sind die los. Ja. Dann soll er den jetzt nicht noch hier den Führerschein ausstellen, hinstellen und yalla. Das hat er schon gesagt. Bestanden. Aber waren lange unterwegs jetzt? Die waren lange unterwegs. Wie, hä? Was hat das? Hat er schon reingeschrieben, dass er bestanden hat? Nein, nee. Das war eine Frage an dich, weil du gesagt hast, ausstellen. Ja, wenn er den bestanden hat. Hat er sich denn eingestempelt? Also bei mir aktualisiert er das gerade blöderweise nicht. Ja, ja. Also du meinst Nate? Ansonsten, ja. Ansonsten hätte er doch gerade den Hauler nicht ausparken können. Ja, um 29 ist er gekommen und bestimmt eine Viertelstunde später ist er eigentlich direkt losgerannt. Also die müssen schon eine halbe Stunde unterwegs sein. Ja, die sind schon ordentlich unterwegs. Ja. Also länger als die eigentliche Prüfung sein sollte. Nee, ist es noch nicht drin, kann das sein? Nee, der hat letztens schon die neue PKW. Vielleicht hat er das noch mit den Zeiten noch nicht so, die neuen. Wahrscheinlich. Ach, ich höre ihn doch. Guck mal, da kommen sie doch schon. Ja, da kommen sie. Und der Wagen sieht in Ordnung aus. Ja, Scheiben sind dran, Lichter sind heile, aber es klappert. Ist der Kühlergrill dran? Der Kühlergrill ist dran. Ich sehe ihn gerade nicht. Klappert. Aber es klappert. Ah, bis hierhin. Er hat Probleme mit LKW. Das ist so einfach. Warum erklärt man ihm das nicht? Er muss jetzt ganz links, rechts fahren und ich jetzt einschlagen. Und jetzt sofort hart einschlagen. Komplett einschlagen. Nicht so zaghaft. Komm schon, Patrice. Zu spät. Jetzt hat er es nicht mehr. Zu spät. Jetzt, ja. Der kriegt die Kurve nicht mehr. Nee. Jetzt fahren sie wieder im Kreis. Na, 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 na. Naja. Jetzt versteht er, warum ich gesagt habe, dass es gestern eher eine Fahrstunde war. Aber mit jedem User, den ich hatte bei der LKW-Prüfung, das haben die mit meiner Hilfe immer hingekriegt. Ich habe gesagt, fahr ganz rechts und dann einschlagen. Und dann, wenn du schon bei dieser Insel bist, hart einschlagen. Und dann schaffst du die Kurve ohne Probleme. Und das muss doch ein LKW-Liebhaber doch erst recht einem Schüler beibringen können, wenn ich das schon kann. Bei der Frau White, Frau Malone, die hatte ja auch Probleme, was so Parken anging. Mhm. Dann habe ich sie erstmal zweimal selber probieren lassen. Das war ja Katastrophe, an die 5 Minuten sogar. Und dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie sich das mal an, wie und wo ich hier wie lenke. Und dann habe ich ihr das halt vorgefahren, so gesehen. Und dann hat sie das auch unter 2 Minuten geschafft. Also manche brauchen auch dieses Visuelle. Ja, ja, das hat die Johnson auch gebraucht, tatsächlich. Als ich mit ihr die Prüfung gemacht habe. Weil viele noch nicht auf dieses spiegelverkehrte Fahren klarkommen oder wissen, dass das Fahrzeug sich schon in eine Kurve begibt, sobald da nur ein Millimeter in das Lenkrad eingeschlagen ist. Mhm. Na, das war auch nicht meins. Nee, also ne, ich bin ganz ehrlich, ich
stehen mit LKW immer noch teilweise auf Kriegsfuß, aber ich weiß wenigstens, wann ich einzuschlagen habe. Das kriege ich ja auch nicht hin, deswegen. Deswegen kann ich da keinem was beibringen. Und ehrlich gesagt, niemand muss hier in allem perfekt sein. Nee, das ist ja auch was. Niemand muss hier in allem perfekt sein. Und das wäre ja, das wäre Katastrophe, wenn alle alles könnten. Oh, geschafft. Und ich meine, dass jeder Fahrschüler das ja hinkriegt, ist ja auch, das wird ja auch abgenommen von euch, dementsprechend. Ja. Machen wir uns mal fertig, ne? Ja. Bitte? Stellen wir das Ganze nachher aus? Wir müssen jetzt schon los. Wir sind spät dran. Ich fahr. Okay. Wo geht's denn hin? Komm ich mit? Warte klar, ich hier. Komm mit. Wo geht's hin? Aua! Oh. Na gut, fahr hin. Vorne sitzen? Nee, dann, okay. Ich sitze jetzt. Fahr, geh. Gib. Glückwunsch zum Assi. Wo geht's hin? Gerichtsverhandlung. Ach, das ist ja heute auch gewesen, ja. Mhm. Warum rappelt der? Klappert der? Wirklich? Bei mir klappert er. Ich höre nichts. Meine Ohren. Also, eigentlich war Henry mit allen heute bei der Werkstatt, außer mit der Bagger. Komisch. Aber ja, kann ja sein, dass mit dem Ohren kaputt sind. Ich hab zu laut Musik gehört, mich zu nehmen. Aber ja, doch, du hast recht, ich höre es auch. Ganz leise klappern. Ganz leise. Ganz leichtes Klappern, ja. Also jetzt. Ich verstehe das nicht. Oh, weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch. Ja, ich auch nicht. Ey, warum fahre ich nicht mit Tempomat? Wie dumm. Weil du es kannst. Ja, das stimmt auch, aber warum? Ich habe ihn gequält, es tut mir ein bisschen leid, Elva. Ja, wir haben uns schon gewundert, dass du so lange mit ihm weg warst. Ja. Ich habe viel gelernt. Du hast viel Oh, das ist gut. Warte, Justiz oder hier rechts, oder? Rechts, links. Ah. DOJ. DOJ. Oder DOJ. Ihr das nicht normal aussprechen könnt. Keine Ahnung. Department of Justice. So, jetzt hast du es. Das Department mit dem Department. Ein Departement. Ein Departement. Oui, oui. La Mouton. Warum fahren wir nicht mit unserem Bus? Das Dezernat. Hatten wir die Überlegung auch, aber das fällt doch ein bisschen arg auf. Bist du? Es ist schlimm, wenn es auffällt. Hallo? Ja, ich hatte auch die Überlegung, ob wir mit der Limo fahren. Okay. Das fällt auf. Ja, und wo stellst du den Bus hin? Oha. Hier vorne ist eine Bushaltestelle. Ja, und dann ist alles eingeparkt. Also ganz ehrlich, das üben wir doch mal, ne? Kennt das Auto? Ist es nicht das von deinem Freund? Nope. Okay. Nee. Sicher? Nee, den kenne ich nicht. Oder meinst du den Stratum da hinten? Da hinten? Das ist der Kombi. Ja, der Stratum da. Stratum ist ein gutes Auto. Aber Stratum, nein. Also an und für sich fährt er dann, wenn er parkt, dann parkt er woanders. Aber nicht hier direkt beim DOJ. Okay. Die stellen sich immer hinten hin. Auf der anderen Seite vom MD. Hm. Ich mein Fallschirm dabei? Und überlegt. Oh, wow. Ja. Ui, da ist aber ganz schön was los hier. Ich frag mal gerade. Geschleudert. Daraufhin ist der Fahrer ausgestiegen mit einem Bierhelm und mit einem
Und hier, wer heißt das? Gar nicht mehr. Ja, ich kann mich an alles dran erinnern. Ich weiß auch nur, dass irgendwie, glaube ich, nach 20 Minuten lang das Drecks Blaulicht und Sirene da ganz am Rumdudeln gewesen ist. Weiß ich gar nicht mehr, ne? Bis ich dann mal irgendwie das Andy Bescheid gesagt hat, die sollen dann den verdammten Knopf drücken, weil es ging mir so auf den Sack von der Zeit. Hat die ganze Zeit dieses Gedudel. Hier, der Sanchez ist dann auch ganz seelenruhig ausgestiegen und wollte mich aus meinem Fahrzeug rausschlagen und mein Auto klauen. Hier steht einer. Da hat dann Grayson auf die Reifen geschossen. Ich hab's noch nicht. Wurde gerade eben gesagt, dass hier eine Gerichtsverhandlung ist. Deswegen nimmt mich das gerade sehr wunder, wie die aussehen wird. Abend. 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 Ich hab keine Klamotten. Darf man schon rein? Gute Frage. Wollte ich auch Bart. Okay. Schaut aber danach aus. Sieht ganz so danach aus. Sind Sie. Sir, hallo. Hallo. Sind Sie einfach nur Zuschauer? Ich bin nur Zuschauer. Dann müssen Sie bitte warten, bis das PD hier ist und dass Sie dann besucht werden. Ah, falls es gut, dann ist es gut, dass wir hier warten. Ja, aber sollen wir uns nicht lieber irgendwie auf Seite stellen, statt so mitten im Weg? Ja, los, lass uns. Wir müssen ja nicht direkt am Eingang stehen. Eigene Traube bilden. Die DMV-Traube. Der hier. Der Herr mit dem Cowboy-Hut könnte auch zu uns passen. Kann ich das bei mir ein? Das ist. Bestimmt. Das ist Double C. Siehst du meine Joints? Nein. Mein Koks? Nein. Silber? Nein. Sollte ich meinen Schlagring lieber wegpacken? Ach, als ob. Hallo. Ich wollte dir gerade sagen, wenn dann pack sie noch in den Dings. Wie geht es uns heute so? Also mir geht's gut. Danke schön. Danke gleichfalls. Haben Sie gerade LKW? Und wenn nicht, schreibe ich eine E-Mail. Warte. Jetzt muss ich etwas kurz überprüfen. Sind Sie Frau Eva Svensson? Ilva. Hä? Ilva. Das ist Ilva. YLVA, genau. Ah, Ilva. Ach, verneinen, Ilva. Einfach verneinen. Ah, das heißt aber, ich nehme an, Sie sind... Ja, ich bin halt nur für das rein Schriftliche da. Was bin ich? Ilva Svensson. Das ist richtig, ja. Also da werde ich mir morgen gleich hinzuziehen. Ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Skeletta, mein Name. Nee, ich hab gerade gesehen, dass Sie ein neues Organigramm haben. Ja, das ist richtig. Und deswegen habe ich das gerade wundern genommen. Ja, Lol auch. Ja, es gab Umstrukturierungen seitens der DMV. Ja, sehe ich. Aber sieht cool aus. Dankeschön. Ja. Wenn da drunter kein Name steht, also wie zum Beispiel von Department Manager, dann ist diese Stelle gerade vakant. Dann ist es aktuell noch nicht besetzt. Okay. Das ist richtig, ja. Sieht cool aus. Vielen Dank. Muss ich sagen, das trifft meinen Geschmack eher wie den vom DOJ. Naja, ich habe mich da so ein bisschen dran versucht zu orientieren, wie es auf unserer Dienstblattseite aussieht, so ein bisschen farblich zu orientieren. Jetzt Milch hätte sie fast gar nicht wiedererkannt. Ich find's lustig, dass ich immer noch dort als Judge eingetragen bin. Sind Sie das? Ich bin ehemaliger Judge. Okay. Aber war das nicht recht neu vom DOJ? Ja, war es. Gut sehen Sie aus, Mensch. Aber warum wurden Sie dann da noch nicht entfernt? Wenn sie da nicht mehr tätig sind. Ich weiß nicht. Ich habe halt nur Angst, dass ich dann bald angeklagt werde wegen Amtsanmaßung, weil dort mein Name drin steht. Ja, aber Sie haben noch gar keine Möglichkeit, das zu entfernen. Haben Sie gekündigt Witz. Gekündigt? Nein, ich habe selber gekündigt. Ja. Dann müsste das doch eigentlich seitens des DOJs dann selbstständig geändert werden. Ja, ich weiß schon. Oder da? Aber ich rechne mit allem. Ich gehe schon mal für am besten in den Flugmodus. Das ist eine gute Idee. Ja, nicht, dass wir dann noch die Gerichtsverhandlung hier stören. Oh. Ihr Telefon rausnehmen.
jeder doch erzählen. Wir sind arme Schucker, sie wissen doch, wie sie ist. Wir sind Rocker. Warum die Leute immer alle so schreien müssen? Das tust du doch auch manchmal, Henry. Mulch. Was? Ich denke schon. Ist ja ganz schön was los. Ja. Ich bewerbe mich nicht als Bürgermeister. Bürgermeister! Entschuldigung. Merkwürdig, von dem habe ich gestern einen Brief bekommen. Der lacht mich hier gerade aus. Ich nicht. Ich lache nur gerade über, über diesen Titel Bürgermeister. Aber ich auch hoffen. Sonst knallt es das nächste Mal. Ja, ja. Mit denen hast du dich gestern angelegt, ja? Nicht nur mit dem. Ja, du wurde eben. Ein wunderschön. Hör mich hier alle? Ja. Ja. Für die Leute, die irgendwelche Stichwaffen, Schlagwaffen oder sonst was dabei haben, einmal zum Auto bringen, sonst kommt ihr hier nicht rein. Dann komme ich ja nie rein. Wer sagt denn, dass wir da rein wollen, Mensch? Na, ich wollte es nur von vornherein einmal klarstellen. Zählt ein Mikrofon als Schlagwaffe? Nicht unbedingt, alles gut. Mein Haarfärbepinsel als Stechwaffe? Was hast du alles in deinen Taschen? Na, ich habe vergessen, den Pinsel in den Taschen zu packen. Ich geh mal rein, ne? Ich wünsche ihm was. Man sieht sich. Ich hab ein bisschen Mülleimer. Hallo. Also Leute, der Einlass beginnt nun. Okay. Oder was? Danke. Ilvasier-Information. Was? Sie-Info zu unserem Kollegen bezüglich Prüfung. Ich mach das nachher. Ja, was du gesagt hast. Jojo. Wollte sogar mit Handschellen untersuchen. Warum denn mit Handschellen? Tja. Weil du so viele Taschen dabei hast, wo du Langwaffen drin verstecken kannst. Genau, genau. Ich verstecke unter meinem Mieder eine Langwaffe. Genau. Das sieht man doch. Oder freust du dich bloß, mich zu sehen? Der war böse. Der war. Ich hab doch zweitschlagende Argumente. Ja, eine Beretta und eine Glock. Ja. Eintreten. Was soll ich so blöde Witze machen hier? Hola, geht ab. Na, wie ist das? Kollegen. Danke. Mhm. Hallo, wollen wir alle stellen? Okay. Ja. Ich weiß nicht, wohin denn? Ja, noch. Boah, das gibt nur so ein. Hey, ist das. Ist das. Das ist doch sie. Also bitte nochmal ab. Unsere Ex-Kollegin. Die Sonnenbrille bitte auch. Die auf dem Motorrad. Ja, nein, das. Nein, hier ist. Das ist Shivo. Ist das Shivo? Ja. Wo ist Lia? Ausgereist. What? Okay. Gut. Shivo ist irgendwie auch nicht. Du, dieser französische Akzent. Ich komme gleich wieder, ich muss einmal kurz mir kurz die Augen auswaschen. Nicht mit Salpetersäure. Okay. Pass auf. Bis sie im Gerichtssaal sind und sitzen, können sie die Brille tragen. Sobald die Gerichtsverhandlung begonnen hat, müssen sie abnehmen, okay? Respekt vor den Vorsitzenden, alles klar. Gut, dann können die nächsten zwei Herrschaften eintreten. Genau. Ich warte erstmal. Ups, gut. Einmal bitte zu mir. Und die Dame einmal bitte zu dem Kollegen. Ja. Jo, wunderschön. Den einmal die Ende bitte nach oben. Abend. So. Welchen Name? Wie bitte? Soll ich die Hände einmal nach oben nehmen? Das wäre super. Durchsucht. Ja, einen Moment. So. So, dann will ich nochmal sicherheitshalber Handschellen anlegen. Wir müssen dann da rein. So. Das muss sein, ja? Also gerade für die. Ja. Kein Problem. Aber die Handschellen, es gibt immer so Abdrücke. Machen Sie aber bitte nicht zu fest. Ah, alles gut. Ist es in Ordnung für Sie, dass ich Sie durchsuche? Natürlich. Ja, natürlich. Okay, perfekt. Haben Sie irgendwelche scharfe Spitzes oder sonstiges dabei?
Das, und unter diesem Kleid könnte ich eigentlich gar nichts verstecken, oder? Ja, wer weiß, mit ein bisschen Klebeband kriegt man irgendwie alles hin. Sicher? Um Gottes Willen. Soll ich dir einmal ausziehen? Bitte um? Nee, brauchen Sie nicht ausziehen, müssen Sie jetzt hier nicht demütigen. Gut, also nicht. Soweit gut, können Sie durch. Mhm. Alles klar, vielen Dank. So. Gut, dann kann bitte die nächste Person eintreten. Dann können Sie durch. Dankeschön. Einmal zu sehen. Gut, und noch eine Dame. Jo. Mal wieder die Arme heben. Guten Tag, Officer Feuermann. Hallo. Also. Das ist die Farbe der DMV. Gekommen. Ich lasse dir Platz für Bella, ne? Was haben Sie gesagt, Herr Grayson? Ich sagte, das DMV ist auch in... Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Wer möchte denn wen hier auf den Schoß setzen? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was sagen? Ich, das war jetzt nicht beabsichtigt. Entschuldigung. Warum sollte ich da jetzt was erklären? Weil du mein Arbeitskollege bist. Sie ist eine Fremde. Sind Sie eifersüchtig, Herr Grayson, oder warum haben Sie gefragt? Nein, aber dann hätte ich mache gerne Platz für die Dame, dass sie hier sitzen kann. Das ist nicht notwendig, danke. Möchten Sie lieber noch eine Motorradfahrstunde mit mir machen? Nein. Warum? War die so schlimm? Oh. Nee, gar nicht. Die Prüfung war ja so vorzüglich mit Ihnen. Oh, vielen Dank. Die war bestimmt herzallerliebst. Okay. Oh, ich kann die schieben, das finde ich gut. Ja, du musst dich auch auf die andere Art und Weise. Nicht öffentlich bitte hinsetzen. Ich war so liebensreizend wie immer. Ja, natürlich. Und ich glaube, du solltest dich auch lieber Darf ich eigentlich während der Gesichtswarnung von hinten natürlich zu Ihnen Einspruch und so einrufen, damit Sie das für mich sagen können? Ja, negativ. Schade, wäre lustig geworden. Ich glaube, das wäre nicht öffentlich, Nate, nicht. Setz dich bitte normal hin. Ich saß schon bei. Okay. Hoffentlich auf dem Schoß. Warum bin ich eigentlich immer noch im Justizsystem drin? Tatsächlich, weil das mit dem S und danach Kündigungsfrist. Entschuldigen Sie bitte. Ne, was heißt das S? Hoppala, ich weiß nicht. Ich hab ja gekündigt, das heißt, die Suspendierung ist auch schon. Das ist mir gerade auch schon passiert. Ich rutsche einmal. Keine zuerst die Suspendierung, dann die Kündigung. Ja, dann. Dazu brauchst du jetzt nicht zu sagen, trotzdem noch die Kündigung. Ja, aber dann bleibt trotzdem noch die Kündigung. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Genau, die setzt erst nach das S-Suspendierung ein. Das ist mir was Neues. Aber das steht aber auch irgendwo im Gesetz, ne? Ich denke nicht. Ja. Nee, steht nirgendwo. Ich trinke lieber noch was, oder? Steht nur drin, Abkündigung, Kündigungsfrist. Henry? Und die Kündigung, die ist jetzt schon ein paar Tage her. Warum hast du mir 11 Donuts gegeben? Sie wurde 13. Vielleicht hat Patrice hat ja nichts zu sagen. Kündigung habe ich ja drauf. Kündigung wurde angenommen von mir. Ich verstehe. Das ist gut, ja das Ding. Aber lecker. 14 Tage, ne? Ja, ich weiß. Aber die geht. Die nicht zu unruhig. Ich glaube, das Thema Kündigung ist nicht für den öffentlichen Raum gedacht. Das sollten Sie vielleicht ein bisschen verrehen machen. Ja, nee. Ja, das mit der Kündigungsfrist ist 14 Tage, ja, richtig, aber die Nate, denk dran, Flugmodus. Sobald die Suspendierung mein Gott, die gelten ja trotzdem nicht erst ab, sobald die Suspendierung hinfällig ist, wenn ich davor schon gekündigt habe und die Kündigung angenommen wurde. Wäre die Kündigung ja nicht angenommen, dann wäre das ja noch ein anderes Thema. Aber das ist ja nicht so. Das ist mir auch nichts Neues.
Achso, dürfen wir noch so lange an Tablets? Was? Oder ist das jetzt hier schon verboten? Ich Handys, verstehe deine Tablets. Frage nicht. Ob man noch an. Ich muss so Organigramm angucken. Achso. Warum ist das Tablet hier drin verboten? Das ist doch nur eine Frage. Gilt, wenn dann erst ab dem Moment, wo die Gefahrenung geöffnet ist. Da hast du deine Antwort. Ab dem Moment ist es auch nicht verboten, sondern ein anderer Respekt. Und da bin ich wieder. Patrice, nicht auf die... oder so. Er hat's geschafft. Jetzt ganz schön hoch, oder? Deswegen nicht auf die öffentliche Art und Weise. Mhm. Ich verstehe. Dann bleib einfach sitzen. Nimm das Handy mal in die Hand. Ach, jetzt hat das. Jetzt hat das. So geht das. Mikrofon muted. Ja, dann geht hier gleich die Gerichtsverhandlung los, ne? Mal gucken. Mikrofon activated. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte erheben sich für die Strafkammer des Sanders und den Vorsitzenden Richter Herr Mohr, sowie seinen Beistand Spider. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte in den Flugmodus und setzen Sie Ihre Kopfbedeckung jetzt ab. Sehr geehrte Beteiligte, ich begrüße Sie hiermit zur heutigen Verhandlung. Bitte nehmen Sie Platz. Ist denn
der Kläger bzw. die Kläger vertreten durch die Staatsanwaltschaft Frau Diana Stain sowie Herrn Generalstaatsanwalt John Michaels anwesend. So positiv, euer Ehren, Herr Michaels ist abwesend. Haben Sie eine Entschuldigung? So positiv. Okay, gut. Wie ich sehe, der Beschuldigte, Herr Sanchez, ist nicht anwesend. Frau Rüttke liegt eine Entschuldigung vor. Cody Sanchez. Stimmt. Okay, gut. Wird so notiert. Dann die Zeugen, namentlich durch Herrn John Black, Herr Eldy Chalon, Herr Mason Lopez, Herr Miles Grayson sowie Herr Thomas Taylor anwesend. Eva Phyllis Black, so positiv. Officer Lopez, Taylor sind anwesend, die anderen beiden sind nicht da. Ja, also Taylor und Lopez anwesend. Black ebenfalls. Ich bin auch da. Okay, gut, dann Herr. Gut. Liegt da eine Entschuldigung vor? Also negativ. Okay. Gut, damit eröffne ich hiermit das Strafverfahren Aktzeichen 0811 der Staatsanwalt Andreas gegen Herrn Cody Sanchez. Die Zeugen bitte jetzt einmal den Raum verlassen. Sonst kennen wir es ja nicht. Gottes. Mikrofon muted. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. So, dann bitte ich einmal die Staatsanwaltschaft um die Verlesung der Anklage. Nach Ermittlung der Staatsanwaltschaft und des LSPDs des Staates San Andreas hat sich Folgendes zugetragen. Am 16.07.2022 gegen 22.30 Uhr wurde Herr Cody Sanchez an einem Granger 3600 LX durch die Stadt vom Los Santos Police Department verfolgt. Grund dessen war es, dass das Fahrzeug mit mehr als vier Personen besetzt war. Alle Mitfahrer sowie der Angeklagte waren maskiert und haben sich den Anhaltesignalen des LSPDs widersetzt. Der Angeklagte überholte das Fahrzeug des LSPDs und rammte es absichtlich, sodass es Feuer fing und zerstört wurde. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug wurde ein Officer schwer verletzt. Für diesen Vorfall legt die Staatsanwaltschaft den Angeklagten folgende Straftaten zur Last. Strafgesetzbuch § 4 schwere Körperverletzung, Strafgesetzbuch § 24 Widerstand gegen die Staatsgewalt, Strafgesetzbuch § 32 Vermummungsverbot, Straßenverkehrsordnung § 3 Absatz 3 Transport ohne Personenbeförderungsschein, Straßenverkehrsordnung § 8 Absatz 2 schwerer gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsordnung § 9 Absatz 1 Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit ab 75 km pro Stunde, Straßenverkehrsordnung § 10 Absatz 2 Fahren abseits von Straßen. Vielen Dank. Alles klar, dankeschön. Gut. Da Herr Sanchez nicht anwesend ist. 80 km/h. Frau Stain, möchten Sie Ihren ersten Zeugen aufrufen? Erstmal habe ich eine Mitteilung, dass Herrn Grayson abgemeldet ist und eine Aussage in schriftlicher Form vorliegt. Gut. Perfekt. Des Weiteren, Herr Thomas Taylor muss nicht zwingend aussagen. Das liegt dann in Ihrem Betrachten. Und als erstes würde ich gerne Herrn John Black als Zeugen befragen. Okay, dann Frau Woodgate, bitte einmal Herrn Black. Nee, das ist ja F.
Assistent. Einen wunderschönen Abend. Frau Rüttger, haben Sie die Personalien überprüft? Also positiv. Okay, perfekt. Gut, Herr Black, bitte nennen Sie einmal Ihren Beruf sowie Ihre Position. Vom Beruf bin ich Officer, aktuell als Chief of Police im Los Santos Police Department angesetzt. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten, Herr Sanchez? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann muss ich Sie einmal darüber aufklären, dass Sie Aussagen verweigern dürfen, welche die Beantwortung Sie selbst oder einen nahen Angehörigen in die Gefahr bringen würde, wegen einer Straftat verfolgt zu werden. Ansonsten müssen Sie die Wahrheit sagen. Haben Sie dies so verstanden? Jawohl. Alles klar. Haben Sie aus Ihrer Sicht etwas zur Sachlage zu sagen? Gut, ich kann meine Aussage an sich wiederholen, die ich gerade schriftlich getätigt habe. Ich war am besagten Abend auf dem Weg in den Feierabend. Bin auf dem Rückweg zum PD an einer Verkehrskontrolle von Kollegen vorbeigefahren. Hab dort bemerkt, dass mehrere Personen außerhalb des Wagens dranhingen. Wollte mich als Verstärkung anschließen. Daraufhin hat eine Person fußläufig die Flucht ergriffen. Und der Granger hat Gas gegeben. Wir sind gefahren in Fahrtrichtung Sandy Shores über die Parallelstraße. Hatten dort auch bereits schon mehrfach das Geschwindigkeitslimit überschritten und sind über den Osthighway Richtung Grapeseed gefahren. Abfahrt Sandy Shores, also nicht die große Abfahrt, sondern die kleine, also ohne die Brücke, ist der Granger dann ins Gelände. Hat dort kurz gedreht. Ich habe ihn dann Höhe Abbiegung Grapeseed Richtung Sandy Shores wieder gesehen, habe mich hinten dran geklemmt. Wollte dann links vorbeiziehen, um den Wagen entsprechend daran zu hindern, links auf die Schienen abzubiegen, da bereits ein Zug kam, um einen Unfall zu verhindern. Ich habe in dem Moment dann nach rechts geschaut, habe nur noch gesehen, wie der Fahrer von Granger voll links eingeschlagen hat und ab dem Moment sind dann die Lichter aus. Ich weiß nur noch, dass ich im MD aufgewacht bin. Mir wurde dabei ein Schädel-Hirntrauma diagnostiziert, eine Prellung am rechten Oberschenkel. Ich musste mehrere Tage eine Gehhilfe nutzen. Hat eine Prellung im Arm rechts und eine Prellung im Thorax. Okay, danke. Hat die Staatsanwaltschaft Fragen an den Zeugen? So positiv. Herr Black, können Sie mir hier in dem Verfahren bestätigen, dass das Rammen Ihres Fahrzeuges beabsichtigt war? Definitiv, aus Versehen war das nicht. Es war deutlich zu sehen, ich hatte Sondersignale inklusive Horn an. Also ich war nicht zu übersehen, auch nicht mit einem Granger. Okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Okay, gut. Dann sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen und können nun als Zuschauer einen Platz nehmen oder Ihren Tätigkeiten weiter aufnehmen. Wunderbar, ich danke, ich wünsche einen schönen Abend. Gleichfalls. Was dahin? Haben Sie weitere Zeugen, die Sie aufrufen möchten? Ich möchte gerne die beiden Zeugenaussagen, eine Zeugenaussage von Herrn Grayson vorlesen. Okay. Ich habe mich der Verfolgung angeschlossen, ab dem Bereich Sandy Shores. Der Granger, den ich während der Sache nicht aus den Augen verloren habe, ist mit überhöhter Geschwindigkeit vor meinen Kollegen geflüchtet und hat unsere Aufforderung anzuhalten ignoriert. Das Fahrzeug ist teils Offroad gefahren. Nach einer sehr ernsten Ansage, mit letzter Chance stehen zu bleiben, ist der Granger mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen vom Chief of Police gecrashed, was einen Unfall beider Fahrzeuge verursachte. Die Tat sah eindeutig nach Absicht für mich aus. Nach dem Crash ist Cody Sanchez zu Fuß vom Fahrersitz des Grangers geflüchtet und hat sich in einen unseren heilen Wegen gesetzt, welcher allerdings aus war. Hierbei schafft
schafften wir es, ihn zu stellen. Ich kann Cody Sanchez eindeutig als Fahrer identifizieren, da ich genau gesehen habe, dass er unmittelbar nach dem Crash auf dem Fahrersitz saß. Gut, danke. Gut, gibt es weitere Zeugen, Beweismittel oder Anträge, die Sie vorbringen möchten? So positiv, der Herr Lopez. Okay, dann Frau Rüttger, einmal der Herr Lopez, bitte. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Lopez. Wunderschön. Frau Rüttge, Personalien sind überprüft. Positiv. Alles klar. Gut. Herr Lopez, bitte nennen Sie einmal Ihren Beruf sowie Ihre Position. Ich bin Police Officer beim Police Department Los Santos, Officer 4 ist mein Rang. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Negativ. Ja, dann muss ich Sie darüber aufklären, dass Sie Aussagen verweigern dürfen, welche die Beantwortung Sie selbst oder einen nahen Angehörigen in die Gefahr bringen würde, wegen einer Straftat verfolgt zu werden. Ansonsten müssen Sie die Wahrheit sagen. Haben Sie dies so verstanden? Das habe ich so mit. Alles klar. Dann haben Sie von sich aus etwas zur Sachlage zu sagen? Inwiefern eigentlich nicht? Death Note. Okay, gut. Frau Stein, haben Sie Fragen an den Zeugen? So positiv. Herr Lopez, Sie haben bei mir eine schriftliche Aussage eingereicht, weil Sie sich abgemeldet haben. So positiv? Positiv. Möchten Sie die selber vorlesen oder können Sie sich an den Tag erinnern, was ich dort passiert ist? Ich kann Ihnen von Anfang bis Ende, bis mein Eintreffen, alles genau sagen, was vorgefallen ist. Redemann, versteht Sie hier hinter nicht, bitte? Jetzt? Perfekt. Prinzipiell kann ich von der Geschichte, als ich mein Fahrzeug gewechselt habe, bis ich wieder am Eintreffen des Einsatzorts gewesen bin, bis hin zur Festnahme alles genau wieder schildern. Dann wäre es sehr nett, wenn Sie dies tun würden. Das ist kein Problem. Über Funk haben wir halt mitbekommen gehabt, dass ein Granger durch die Stadt gefahren ist oder durchs County-Gebiet, wo Personen außerhalb drangehangen haben, maskiert, woraufhin die Verfolgung aufgenommen worden ist. Daraufhin wurde ein Verfolgungsjagd durch den Funk durchgegeben. Dahin bin ich zu der Verfolgungsjagd hingefahren, habe mein Fahrzeug unterwegs gewechselt, aufgrund dessen es ein Granger gewesen ist und ich halt in kein geländegefähigen Fahrzeug gesessen hatte. Nachdem ich dann hinten dran war, war der Challenger, in dem Chief Black drinne saß, hat den Versuch zu überholen, um wahrscheinlich vorne dementsprechend das Fahrzeug zu verlangsamen. Daraufhin ist der Granger nach links hin ausgeschert, wo dann beide Fahrzeuge verunfallt sind, sprich in der Leitplanke, sind dann ungefähr noch 500 Meter weiter rückwärts gerollt mit relativ hohen Geschwindigkeiten und sind dann dementsprechend an einem Stein und an einem Masten hängen geblieben. Woraufhin dann dementsprechend der Herr Sanchez, wer der Fahrer gewesen ist, aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist, vor uns weggerannt ist. Ich bin dann dementsprechend mit meinem Fahrzeug hinterher, habe versucht, ihm den Weg abzuschneiden. Als ich dann neben ihm stand oder sozusagen vor ihm stand, ist er bei mir im Wagen eingestiegen, woraufhin ich den Motor abgeschaltet habe, ausgestiegen bin. Dann wurde von meinem Streifenwagen, wurden die Reifen zerschossen, weil wir dachten, oder meine Kollegen wussten nicht, dass ich den Motor abgeschaltet hatte, wir dachten, dass er das Fahrzeug klauen würde. Nachdem das passiert ist, habe ich dann dementsprechend die Person getatert, festgenommen und ein Fahrzeug hinter uns dann verfrachtet. Drauf tätowiert. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Okay, gut. Dann, Herr Lopez, sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen und können als Zuschauer einen Platz nehmen oder Ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Ach, schönen Abend noch. Gleichfalls. Gibt es weitere Zeugen oder ähnliches, was Sie aufrufen möchten, Frau Stein? So positiv, ich hätte einen Antrag. Ja.
Ich beantrage hiermit, dass das Urteil auch ohne den Angeklagten Herrn Cody Sanchez durchgeführt wird. Ist gestattet. Okay. Gibt es weitere Zeugen, Beweismittel oder Anträge? So negativ, euer Ehren. Okay, gut. Dann die übrigen Zeugen, Frau Rüttger, können Sie entweder auch nochmal reinbitten den Zuschauerplatz oder dürfen die Tätigkeiten wieder aufnehmen. Frau Stein, haben Sie Ihr Plädoyer vorbereitet oder brauchen Sie noch ein paar Minuten? Ich habe es vorbereitet. Okay, gut. Sie die Beweisaufnahme? Die Beweisaufnahme ist hiermit geschlossen. Hohes Gericht, werter Zuschauer. Die Staatsanwaltschaft sieht es hier nach den heute vorgebrachten Beweisen, welche durch die Aussagen der Zeugen getätigt wurden, als erwiesen an, dass der Angeklagte sich schuldig gemacht hat. Der Angeklagte wurde am angegebenen Tatzeitpunkt in einem Granger 3600 LX vom Police Department verfolgt, weil das Fahrzeug mit mehr als 4 Personen besetzt war. Die Insassen und der Fahrer waren allesamt maskiert. Der Angeklagte wehrte sich vehement auf die Anhaltesignale der Polizei Folge zu leisten und rammte beim Überholen ein Polizeifahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall zerstört und fing Feuer. Des Weiteren kam ein Polizist bei dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beantragt daher, den Angeklagten Cody Sanchez in folgenden Punkten schuldig zu sprechen. Strafgesetzbuch § 24 Widerstand gegen die Staatsgewalt, Strafgesetzbuch § 4 schwere Körperverletzung, Strafgesetzbuch § 32 Vermummungsverbot, Straßenverkehrsordnung § 3 Absatz 3 Transport ohne Personenbeförderungsschein, Straßenverkehrsordnung § 8 Absatz 2 schwerer gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsordnung § 9 Absatz 1 Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit ab 75 km pro Stunde, Straßenverkehrsordnung § 10 Absatz 2 Fahren abseits von Straßen. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten Cody Sanchez eine Gesamtfreiheitsstrafe von 260 Hafteinheiten und eine Geldstrafe in Höhe von $21.500. Abschließend beantrage ich, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Vielen Dank. Alles klar, danke. Gut, dann ziehen wir uns bis 21.15 zur Urteilsfindung zurück. Würde es selbstständig wieder versammeln. Hiermit ist das Gerichtsverfahren kurz unterbrochen. Positiv. Ja. So. Ich habe mich echt nicht getraut, währenddessen zu essen. Kommt ihr oder was? So lange an die frische Luft draußen, oder? Mhm. Werden wir wieder durchsucht? Ja. Handy. Wir hätten doch da hinten. Wir können uns auch hier vorne in die Ecke stellen oder so. Boah, brauchen wir nicht so weit laufen. Da darf man nicht raus? Okay. Dann gucken wir uns einfach nur die frische Luft von drinnen an. Kannst du dir doch ein bisschen die Broschüren angucken. Und das lernen wir daraus. Hm? War Sicherheitstraining helfen bei der Flucht? Wir brauchen ein paar Sicherheitstrainings. Nein, natürlich nicht, Mann, Leute. Aber witzig wär's schon. Aber wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit in der Stadt? 80? Der ist schneller als 75, also 80. Sie hat 75 gesagt. Nein, 80 doch. Plus 75. Genau. Über 75 km/h über der Höchstgeschwindigkeit. Wenn du dir das mal anguckst, die Gerichtstafel, Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ab 75 km die Stunde. Mhm. Ach so. Das heißt 80 plus 75. Richtig. Das ist schon eine 155 km/h. Hm? Aber war das innerorts? Oder war das außerorts? Also auf der Schnellstraße. Ich gehe mal von innerorts aus. Gut gemeint, oder? Innerorts ist halt auch echt schnell, ne? Hm? Was? Innerorts finde ich extrem schnell. Ist es. Aber 140 plus 75 finde ich extrem schnell. Und für einen Granger? Hm.
Das glaube ich nämlich nicht, deswegen gehe ich von innerorts aus. Wenn man Granger ist, welcher ist das? Keine Ahnung. Das ist der mit einer Reling da, also an der Seite. Da kannst du dich oben ranhängen. Aber was ist denn beim 6x6? Aber er meinte doch auch irgendwie nach Sandy Shores raus. Also ich würde schon sagen innerorts, oder? Ja, Sandy Shores raus? Also wahrscheinlich wurde er aufgefunden, also wurde er bemerkt in Sandy Shores. Genau, und dann muss er irgendwie über Feld, also über den Sand gefahren sein. Erstmal über diese Schnellstraße, also über die Landstraße, haben sie ja gesagt, parallel. Ne? Und dann auf den Richtung Highway. Und dann wollte er über die Bahngleise. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt also meinen Granger fahre, wo deutlich, wo definitiv eine Person zu viel dabei ist, dann brauche ich ein PBS. Also kann ich theoretisch auch als Privatperson einen Bus kaufen, ohne ein PBS zu haben? Ja. Ja, habe ich schon angetroffen. Kannst du machen. Das heißt, solange ich halt keine Person mitnehme, darf ich das. Du kannst damit auch dann Leute damit auch mit transportieren. Kannst aber du eben nicht gewerblich. Das darf dann nur nicht gewerblich sein. Und es dürfen nicht mehr als vier. Also drei darfst du mitnehmen. Drei darf ich mitnehmen mit dem Bus, das ist dann okay. Und die dürfen mir kein Geld dafür geben. Genau. Was aber, für eine gequirlte Scheiße. Nee, warte. War das nicht zu der Hochzeit hier von Dings, von Chris Johnson, dass die Leute auch mit dem Bus gefahren sind? Ja, die sind mit dem Bus gefahren und es war, glaube ich, einer, der Fahrer hatte sogar ein PBS. Genau. Und das waren mehr als und das waren mehr als vier Personen in dem Wagen. Also aber locker. Also geht das. Aber der Fahrer hatte ja nur den PBS, den hat er sich organisiert. Richtig, den hat er ja bei uns ja erworben. Das heißt, wenn du einen PBS auch privat nutzt und damit einen Bus beförderst und mehr als vier Leute dich selbst eingeschlossen hast, dann ist das auch legal, solange du den P-Schein hast. Und solange du kein Geld dafür verlangst. Richtig. Oder bekommst. Richtig. Okay. Aber ein 6x6 darfst du ja trotzdem dann auch nur mit insgesamt vier Personen, also du plus drei andere fahren. Du kannst damit auch einen 6x6 befördern mit mehr als vier Personen, solange du den P-Schein hast. Solange du den P-Schein hast. Der Bus, du kannst den Bus ja auch fahren mit maximal drei Personen. Brauchst keinen Personenbeförderung. Ja. Richtig. Nee, richtig. Fünf Personen, oder? Dem laut Wortlaut nach. Vier. Du musst aber wenn ich die Leute transportiere, dann bin ich ja nicht drin. Doch. Also für das Transportieren von mehr als vier Personen im Fahrzeug dich eingeschlossen. Und das gewerbliche Transportieren von Personen. Du musst dich einmal immer mit einschließen im Fahrzeug. Und wenn du mehr als vier Personen im Fahrzeug hast, egal wie groß das Fahrzeug ist, musst du einen P-Schein haben. Aber transportiere ich mich dann selber quasi mit? Ja. Du bleibst dann nicht an Ort genau berechnet. Genau, du aber transportiere ich mich dann selber? Ja, du steuerst ja nicht den Bus fern. Ne? Das wäre cool, können wir das mal probieren? Das wäre möglich, oder? Boah, ich habe jetzt schon Spaß gemacht. Boah, überleg mal, bei der 11 einparken mit Fernsteuerung. Herz. Oder auch mach die 25. 25 ist langweilig, ich habe ihn heute die 26 mehrfach reinpacken lassen. Nee. 25 ist schwieriger. Na, finde ich nicht. Die 26 war schon anstrengend genug. Weil er kann ja selber sagen, was ihm persönlich schwer gefallen ist. Ich fand die 14 schon schwer. Das stimmt. Und du hattest nur damals eine einzige. Ja. Bin ja für die 11 mit maximal 8 Zügen oder so etwas. 11 mit maximal 8 Zügen? Ja. Wie viel habe ich damals, wie viel habe ich bei der Prüfung gebraucht, Henry? Die Zahl ist wahrscheinlich so lange, dass sie gar nicht in diesen Raum passen würde. Gar nicht wahr. Ich habe gar nicht so viel gebraucht. Wir reden von 11, war nicht von mir. Wie viele Züge? Ja, wie viele Züge habe ich gebraucht, um in die 11 zu kommen? Bei deiner LKW-Prüfung. Wow, ist nur eine S-Bahn. Okay, der war flach. Eine ganze Bahn. Ich glaube, das waren 5, glaube ich, waren es. 5 bei der 11. Ja. Entschuldigung. Respekt. Nicht schlecht. Bella, der zündet echt sehr spät übrigens, gell? Ich weiß, weil der so flach ist. Der ist so tiefgründig. Ja.
habe ein Bild gesehen von einem Baguette, aufgeschnitten und belegt was mit Cent-Münzen. Und dann drüber stand ein Sandwich. Das fand ich ziemlich dumm. Ja. Und gleichzeitig habe ich es gefeiert. Ich kann verstehen. Sandwich. Ein Sandwich. Ja, so blöd der Wortwitz, ne? Ja, das, den sollten wir hier verhandeln. Oh Mann, ist das dumm. Oh Mann. Oh, Flachwitz. Was war das eigentlich? Vorhin war doch diese Stadtsirene an, oder? Mhm. Ja. Müsste da nicht eigentlich so die halbe Polizei dann dahin, die hier war? Nicht die Polizei, das MD. Das ist nur, nur die Sirene für das MDFD. Oh. Wollen die überprüfen, ob die Leute wirklich da sind und arbeiten kommen? Das sorry, Fehlalarm. Nein. Doch. Ja. Oh, wenn ich da eine Silbermine Silber schürf, dann will ich da als nicht hier arbeiten kommen müssen. Außer du machst mir ein Sandwich. Wir haben einen Kunden. Ja, aber dann brauchst du Kupfer. Kupfer. Kupfer in der Kupfermine. Ich hab noch einen kompletten Öltanker voll mit Öl. Ganz ehrlich, aber letztens hätte ich gerne eine Sirene gebraucht. Was? Letztens hätte ich gerne eine Sirene gehabt. So. Also den Samstag oder was? Nee, den Freitag. Ach so. Ja. Was war da? Und den Donnerstag. Donnerstag hätte ich auch eine gebraucht. Da war die Hölle los bei der DMV. So. Da war ich ja krass. Wir waren nur zu zweit, Henry und ich. Und wir haben das Ding gerockt. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen trägst du heute ein Kleid mit Rock? Oh, sag mal, haben wir heute echt Flachwitz? Oh, Timeout. Dienstag, ja. So. Schweigen gerade? Ja. Achso. Ach so, ich dachte schon. Nee, du hörst noch gut. Oh Gott. Gut. Ohren gerade mal geputzt. Nein, du hörst gut. Das sagt nur keiner was. Ja, okay, gut. Weil irgendwie, es gibt gerade nicht so viel zu sagen, ne? Ja, ich war gerade noch bei Flachwitz Dienstag gewesen. Flachwitz Dienstag? Wir können gerne weitermachen. Nein, danke. Okay. Oh. Also jetzt ist hier die Leitung von dem VZ. Ist nicht mehr lustig. Ich bin wieder da. Oh, okay. Ah, okay. Geht's wohl gleich weiter? Ja, dann nehmen wir mal wieder Platz machen. Jo, würde ich auch sagen. Da vorne nicht Double C? Ja. Ja. Da steht man normal angezogen. Ach, natürlich. Nein. Natürlich. Geht mal vor. Irgendwie Ninjas oder sowas, dass sie so zack, 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 so schneller sind als der Klinge. Ja. Glaube ich kaum. Ninja. Aber ich denke mal, wenn das Messer wirklich scharf ist und du eine Kampftechnik drauf hast, um das Messer richtig einzusetzen. Ja. Ja, ich denke auch. Ja, nee. Mach doch lieber das Kamehameha. Der kann nicht die Luft schneiden, nee. Der ist zu langsam dafür. Isabella. So sehr kuscheln. So, du Kindzimmer. Stimmt, okay. Ne? Dann kann der die aufschneiden. So. Ach, kuschel. Jetzt Flugscheißer. Ja, jetzt ist nichts Verwerfliches. Jetzt haben wir es. Ja. Aber, genau. zum Luftschneiden brauchst du nicht. No. Da brauchst du doch eine extra. Die Beweislage ist eindeutig. Im Zweifel für den Angeklagten. Gott, so viele Stimmen hier. Wir sind hier nicht. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte erheben Sie für die Strafkammer des Landes und den Vorsitzenden Richter Herr Mohr. Beisitz Herr Spider. Der Prozess wird nun fortgesetzt. So. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Durch den Antrag der Staatsanwaltschaft
auch ein Urteil zu finden, trotz Fernbleiben des Beklagten, der von uns genehmigt worden ist, wird der Angeklagte in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Ach klar. Als Strafe bekommt der Herr Sanchez einmal Immunität. 200 Hafteinheiten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 19.250 Dollar. Nicht ohne. Außerdem das wird wehtun. Für Nichterscheinen nach richterlicher Vorladung bekommt Herr Sanchez weitere 5.000 Dollar Strafe, sowie auch der Herr Chalon, der auch unabgemeldet nach richterlicher Vorladung fehlte. Sie dürfen sich widersetzen. Zur Begründung, der hier beklagte Herr Sanchez zeigte durch sein unentschuldigtes Fehlen eine Teilschuld, das wurde zumindest so von der Richterschaft aufgefasst, sowie durch die Aussagen der Staatsanwaltschaft sowie ihren Zeugen ist die Richterschaft voll und ganz von der Schuld überzeugt. Die Kosten des Verfahrens von 2.000 Dollar trägt der Angeklagte. Die Parteien können in 7 Tagen das Rechtsmittel der Revision beantragen. Die Rechtsvertretung wird Sie darüber informieren. Die Haftstrafe ist eigentlich gleich anzutreten. Sobald der Herr Sanchez dann da ist, muss er diese gleich antreten. Und die Geldstrafe muss innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Damit bedanken wir uns bei allen Beteiligten und schließen hiermit das Strafverfahren mit dem Aktenzeichen 0811. Die Sitzung ist hiermit geschlossen. Hm. Armen Bruder. Auf jeden Fall mal interessant. Mhm. Achso. Kommst du dem vor? Ja, 20 und jetzt? Wenn wir das schaffen. Oh, wir sind zu fünft. Zu viert. Jeder fünf schaffen jetzt wir. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ja. Genau. Mensch, ist ja schon dunkel geworden. Es ist ja schon dunkel. Ja. Hattest du denn schon irgendwie die Möglichkeit, mit irgendjemandem von der Justiz zu reden? Womit? Wofür? Für mein Fahrsicherheitstraining? Noch nicht. Ich brauch's irgendwie, ich brauch's aber nicht brauchen, ist mir egal. Also irgendwann reicht's. Ich würde auch noch mal gerne sehen, wo du denn dieses Fahrsicherheitstraining machen würdest. Top Secret. Ja, aber ich würde es gerne halt vorher mal gern sehen. Schick dir ein Bild. Okay. Jetzt nicht die Handys wieder anzumachen. Denkt ihr wieder dran, da ganz schnell? Ja. Na klar. Bin angeschnallt. Das ist die Frau Rutke. Mensch, die hat sich ja schnell umgezogen und ausgestempelt. Ich hab keinen Bock mehr auf arbeiten. Oder das? Jetzt so ein krasses Auto. Hey, sie ist beim DOJ. Also. Was hält ihr davon, wenn wir eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei anfangen? Nein, nicht jetzt. Ja, okay. Da könnte man bestimmt gut verargumentieren als Fahrsicherheit. Als Test. Schalalala, schalala. Schalalala. So Leute, was steht heute noch so an? Mal schauen. Achso, ich kann ja mal wieder aus dem Flugmodus raus. Ne? Langsam Zeit. Wofür wird es Zeit? Ja. Was denn? Nein, klär mich bitte auf.
Also ich habe einen dabei, wir können gleich loslegen. Was ist denn mit dem Auto da gewesen? Habt ihr das gesehen? Hm? Habt ihr das Auto gesehen? Was da war? Ach, das da? Oh. Das sieht... Soll ich mal gerade das LSPD rufen? Ja, das ist die Frage gewesen. Warte ganz kurz, Nicht, dass da noch was schief geht. Guck erstmal, ob das zu ist oder auf. Vielleicht kann ich an die Seite fahren. Ja, Motor kann er ja auch, glaube ich, ausmachen. Ah, siehste. Da kann es wenigstens nicht geklaut werden. Guck mal, wie ehrlich wir sind. Genau. Und nicht kaputt gehen. Ja, obwohl geklappert hat das Ding ja schon. Wenn die Frage, was hat er gesagt? Man darf nie überzeugt durchgezogene gelbe Dinger sparen, ich weiß. Ich hab's nicht gesehen. Der Kläger da kein Recht hat. Da ist ja auch im Gerichtssaal. Ja. Apropos, ne, der Angeklagte, der hätte ja seine Strafe auch ein bisschen abmildern können, indem er da gewesen wäre. Ja, sehr schön. Ja, genau. Er hätte ja auch etwas erklären können, warum, wieso, weshalb. Aber wenn sie meinen, dass das nicht notwendig ist, dann müssen sie halt die bittere Pille dann schlucken. Was ja, ich nicht verstehe, warum hat er noch einen Führerschein? Weil er den damals bei uns erworben hat. Aber wahrscheinlich wurde ihm der jetzt auch schon entzogen. Endlich? Ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen. Kann mal jemand ganz kurz das Fahrtenbuch checken? 4224 km. Warte. 4224. 4224, jop, Tankstand in Roh. Aussteigen. Tankstand war voll. Gut, dann ist da nichts geändert. Ich hol mal kurz den LKW. Kratzige, trockene Luft. Ja. Komm mal kurz an die Seite. Achso, er holt noch den LKW. Patrice, komm mal kurz hierher. Nate holt noch den LKW. Ja. Das Mistding. Den kann er gerne wegpacken. Wir haben ja noch einen zweiten. Sabotage bringt also nichts. Nein. Aber in welche Liste muss das jetzt eingetragen werden? Fahrzeuge, ne? Genau. 1, 2, 7. Holla, 2, 2, 1, 3, 7. Tankstand war 3, wahrscheinlich so um die 3 Viertel, richtig? 3 Viertel, ja. Okay, dann das und dann einmal zack. Okay, ist drin. Gut. Tü. So, dann kommst du noch runter. So. Er hätte eindeutig seine Strafe abmildern können. Allein nur, wenn er da gewesen wäre. Ja. Aber die Gerichtskosten von $2000, das geht ja. Das ist ja echt noch human. Ja, aber dass er fern davon bleibt, dann da war er schon bei 24.000, also ist er bei 26.000. Ich fand die Gerichtskosten echt milde, weil wenn du überlegst, 2 Richter waren da, eine Staatsanwältin. Und dann noch hier die Frau Rüttke. Ich glaube, oh Gott, wie heißt das Ding, was die da hat? Gerichtssprecherin oder sowas? Gerichtsdiener. Irgendwie sowas. Officer of Justice. Und also ich würde sagen, das 2000 für eine Aber die Gerichtskosten sind doch auch irgendwie festgeschrieben, oder? Ja. Weiß ich nicht.
Ja, das glaube ich schon. Fest. Ich glaube, wenn man das ein bisschen definieren würde, dass das, glaube ich, dass sie eine Art Gerichtsdiener ist oder so. Mhm. Weil sie kündigt ja immer den Richter an. Ja, aber sie hat doch eigentlich beim Smith gearbeitet. Beim Smith? Ja. Naja, sie wollte da eigentlich auch bald. Also sie wollte beim DOJ irgendwann kündigen, hat sie mir letztens noch erzählt. Genau. Na, Henry? Ja, das ist so richtig. Und da wollte sie freiberufliche Anwältin sein. Ja, vielleicht muss sie jetzt auch erstmal ihre Dings abwarten. Kündigung, ja, natürlich. Arbeitet halt in der Zeit. Ja, natürlich. Ich meine. Ach, klar. Was denn? Ich kann da immer noch nichts eintragen. Kannst du mich bitte nochmal befördern? Nein. Kannst du mich nochmal befördern? ganz kurz. Ich habe die Prüfung jetzt gerade vorhin abgenommen. Ja. Von Patrice. Du hast ein Stoppschild übersehen. Mhm. Da bist du gnadenlos drüber gebrettert. Aber insgesamt fand ich es ziemlich gut. War oft korrigiert und so, aber für den privaten Gebrauch, würde ich sagen, war das ziemlich gut. Ich habe dich auch ein bisschen hart rangenommen, muss ich zugeben, es tut mir auch gar nicht leid. Muss es nicht. Aber so gleich mal ein bisschen Ausbildung und ich habe in der Info mit reingeschrieben, dass du noch einige Übungseinheiten brauchst, bis du den ausbilden darfst. Mhm. Und die würde ich gerne als dein persönlicher, keine Ahnung, wie soll ich es nennen? Ausbilder. Nein, Sensei! Das ist viel. Vorgesetzter? Nein. Auch nicht. So eine Art Pate, Ausbildungspate oder so irgendwas würde ich hier in diesem Bereich auf jeden Fall briefen, trainieren. Das dass gut. du dann auch glaub, sicher gut, die, ja. die anderen, sag ich mal, die anderen Prüflinge dann auch dann irgendwann durchjagen kannst. Aber Glückwunsch, fast bestanden. Yay! Glückwunsch! Yay! Aber ich habe übrigens sowieso vor, einen Ausbilder zu ernennen. Und ja, mal gucken, wer das für, von euch sein wird. Bin immer weg. Komm, Nate, wir gehen. Aber wir gehen, ja genau. Sollen die Dame es machen? Oder Danny? Nee, Danny ist schon Manager für das Supervisor. Für den Personentransport. Achso, stimmt, ja. Zwei Sachen kann ich ihm nicht geben. Er ist schon so selten da. Mm. Ihm kannst du keine zwei Sachen geben, aber den Rest kannst du mir geben. Ja, habe ich verstanden. Was? Nein? Ja, und dann beschwert sich eben, dass sie nichts mehr zu tun hat. Ja. Wieso? Ich übernehme doch immer noch die Bewerbungen. Wow. Yeah. Gibt so viele bei der DMV. Machst aber trotzdem noch Personalabteilung, ja, ne? Ich, ja. Achso, ganz kurz, was auch hilft, ne, um LKW zu verstehen, ist, fahrt ein Auto mit Anhänger. Das glaube ich. Dann müsst ihr die ganze Zeit nachdenken, was ihr für einen Quatsch macht. Ja, das glaube ich, ja. Ich habe noch nicht gedriftet. Darf ich das mal mit LKW probieren? Mit Anhänger? Oh. Würde mich mal interessieren, was passiert. Ich glaub, das interessant. Geht technisch nicht. Das wird, glaube ich, interessant werden. Dann müsste können wir doch morgen einen Betriebsausflug machen. Ja, genau, in die Gran Senora Wüste. Und dann halt. Apropos Nate, ja? Ich hätte mal eine Frage oder eine Bitte. Wir haben uns Sea Sharks bestellt. Oh, und, nice. Und, aber nicht für die DMV. Nein, nur im Privaten. Pass auf, so. Wenn wir die abholen, dann müssen die natürlich auch abgeschleppt werden. Dein Settler, du hast doch einen, oder? Ich habe keinen Settler, ich habe einen. Aber du kannst damit abschleppen, ne? Mit einem Anhänger. Du kannst einen Anhänger mit anhängen. Ich kann einen Anhänger anhängen, ja. Das könnten wir uns, wenn es soweit ist und die fertig sind, könnten wir uns den ausleihen, damit wir die hierher fahren können? Bobcat kannst du klar haben. Du kannst einen Anhänger mitnehmen, vielleicht kann man die Bobcats ja draufladen. Bobcat? Ach ja. Also in den Anhänger plus die Ladefläche von Bobcat. Also kann man damit quasi zwei befördern, also transportieren? Ich habe es noch nicht getestet. Ich müsste es mal mit Fahrrädern testen. Wobei Sea Sharks brauchst du vielleicht direkt einen Anhänger. Ich habe keine Ahnung. Ja, also wahrscheinlich. Mir wurde vorhin schon mitgeteilt, dass ich auf meinem Set gegen keinen Sea Shark drauf hauen kann. Okay. Also auf die Ladefläche.
Vielleicht könnte ich mit meinem Benson eintransportieren, aber das müsste ich dann ausprobieren. Wir schieben den einfach rein. Genau. Einfach quer. Schon egal. Ja, es gibt jetzt ja Sea Sharks. Und wir haben einfach mal jetzt die Gunst der Stunde genutzt. Okay. Ich habe kein Geld gerade aktuell. Der Anhänger hat mich aufgefressen. Ja, das glaube ich. 50.000 kostet so ein Ding. Nicht schlecht. Ach, guck mal, überlegen. Ilva, welchen hast du dir bestellt? Es gibt nämlich zwei unterschiedliche. Nicht den schnellen, den für Spaß. Also. Schnell ist Spaß. Bella, nein, wir haben den Sport Sea Shark. Achso, übrigens, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Bella, du kannst ja Fallschirm springen. Das ist ja zwingend erforderlich, dass man Fallschirm springen kann, wenn man Heli fliegen will. Steht wo? noch sind keine Gesetze dazu geschrieben. Ja, aber es sollte schon für uns Fahrlehrer zwingend erforderlich sein, dass wir überleben. Fluglehrermesser. Ja, sagen wir mal so, Bella ist noch nicht falsch umgesprungen, glaube ich. Aber abgehoben. Das wüsste ich. Ich würde sagen, wir müssen das als wie soll ich sagen, ich kann euch gerne den Instructor machen. Ich jump everything, also... Ja, ich springe wirklich von allem runter. Ja, ich springe von allem runter. Und daher würde ich das so euch gerne nahe bringen. Das ist toll, es macht Spaß, ist lustig. Wo gibt's denn die Fallschirme? Die kannst du 24/7 kaufen. $700. Ja. Wir haben aber, glaube ich, hier auch noch welche, wenn wir es geschäftlich machen wollen. Der Fallschirmturm, der ist irgendwo in der Stadt, ne? Abgehoben? Nein, im Sinne von Helikopter. Hallo? Da hänge ich gerade noch fest. Ach, da war ich, der Zug ist schon längst durchgefahren und denke mir, jetzt kommt die dann da hinterher mit dem Wind oder was? So war es nicht gemeint. Ich weiß, dass mir bewusst ist, dass ich irgendwann nochmal springen muss. Aber je früher, desto besser. Aber nicht im Kleid. Natürlich nicht, zieh den Hosen. Nee. Nicht heute. Ach, Leute. Nein. Ja, das Kleid kann man doch auch als Fallschirm nehmen. Ach, Mann. Ein bisschen dünn. Ich lande auch sanft in meinem Bettchen. Deswegen mache ich jetzt Feierabend. Mach das, Fella. Ach, ihr seid so Spaßbremsen. Machen wir geschlossen, oder? Oder? Chris, wie sieht's bei dir aus? Hast du Höhenangst? Ich habe keine Höhenangst, im Gegenteil. Magst du fliegen? Ja. Oh, ich kenne da ein paar tolle Spots, wo man runterhüpfen kann. Mace Bank Tower. Mace Bank Tower ist mittlerweile schon was langweilig. Okay, Teambesprechung morgen -2 Personen. Nee. Wie gesagt, dieses Jump Everything, das ist immer noch nicht ganz ausgereift, aber ich würde schon sagen, wir springen überall runter. Bin ich dafür. Perfekt, siehst du? Dann, ja, könnt ihr das gerne machen, aber... außer des Teams. Du kannst dich doch nicht ewig... Ich weiß, dass ich mich nicht ewig davor sträuben kann. Zumindest das ist mir auch bewusst. Musst du machen, dass du weißt, wie du falsch und richtig bist. Ja, ich weiß. Das ist mir auch bewusst. Aber... nicht heute. Sorry, du bist zwar meine Chefin, aber damit werde ich dich nerven. Das garantiere ich dir. Oh, ich weiß. Hab dann mal Feierabend. Alle dabei? Ja. Ich komme mit. Blim, blim, blim. Nate, sie hat gesagt, wir gehen jetzt Fallschirm springen. Ja, perfekt, bin dabei. Ich muss leider noch beim Freund vorbeigucken. Aber warte mal, du musst mir noch hier Kohle abnehmen. Stimmt, ja, komm, ich stelle kurz einen aus. Doch, unsere Teambesprechung morgen wird interessant. Meinst du? Denk ich mal, oder? Keine Ahnung. Ich fahr unten. Okay. Okay. Inwiefern interessant? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jetzt, wo du Chefin bist, wird sich doch einiges ändern. Ja, natürlich. Aber hat es sich nicht schon die ganze Zeit auch geändert? Ja, so mit der Zeit? Wir waren ja, also du warst ja, oder ihr wart ja... Ja, aber habe ich nicht... Oder habe... Ja, aber haben wir nicht schon, auch als ich noch Assistant war, haben wir da nicht auch schon Veränderungen durchgeführt?
Ja. Und das in. Du weißt doch, wie ich das weiß. Ich weiß. Alles okay. Lass mich erstmal in diesen Beruf, oder jetzt in diese, eigentlich bin ich da schon reingewachsen. Es sind doch nur $50 mehr. Hä? Was denn? Was denn jetzt? Wo hab ich sie? Hä? Hast du eine Tasche hier hingepackt? Oder Nein. Hast du irgendwas hingestellt? Nein. Kletter mal bitte aufs Dach. Ich hab nichts. Hat nicht funktioniert. Kletter doch mal bitte aufs Dach. Wenn du ich hab nichts hingestellt. Okay, dann ist ja gut. Sah gerade nur aus, als wenn du gerade was hinstellen wolltest. Sag mal, Bella, ich bin noch mal kurz auf Toilette. Ist gut. Ach, ich wollte noch Müll wegbringen. Habe ich mich also doch nicht verhört, dass hier irgendwie Schuhe geklappert war. Was machst du denn hier? Wollten wir nur die Ecke hier nochmal angucken, weil ich finde, die könnte man auch irgendwie anders gestalten. Ach so. Ich meine, weil wenn wir die Tische wegräumen könnten, dann könnten wir uns hier echt eine schöne Ecke basteln. Und dann da, ja genau, also hier so ein bisschen überdacht eine Dings hinmachen, eine schöne Couch zum Beispiel. Genau, und wenn man dann hier steht, dann sieht man das ja trotzdem, was so abgeht. Und man hört es ja auch. Henry ist noch mal kurz auf die Toilette gegangen. Ah, okay. Ja, wir müssen ja sowieso mit dem Auto zusammenfahren. Ja, na, er ist mit dem Motorrad da. Ja, und ich fahre heute nicht Motorrad. Ich weiß. Mit Kleidchen ist doof. Ich muss mich noch ausstempeln. Was sind denn die anderen? Patrice noch angestempelt. Henry ist auch noch nicht da. Ach, da ist er ja. Ach, das ist die dicke Tante. Ich hab die gar nicht erkannt. Natürlich ist das die dicke Tante. Lass meine dicke Tante. Ich war ein bisschen blau vollgelaufen. Ja, aber hübsch. Ja. Ich habe gerade noch eine SMS von Kim bekommen, die bringt mir noch kurz Klamotten, die ich bestellt habe. Ui! Soll ich denn schon mal ins Bett gehen oder soll ich warten? Nee, du, von mir aus kannst du schon losfahren, wenn du magst. Alles klar. Okay. Wenn du Nate und Patrice siehst, die haben sich noch nicht ausgestempelt. Nee, die sind oben noch. Ach so, okay. Denkt dran, euch ausstempeln und austragen. Ja, ich stempel mich jetzt sowieso. Fein, okay, dann einen schönen Feierabend. Bis morgen. Autos auf. Okay, Henry, gehst du kurz an die Seite? Ich möchte nicht unbedingt, dass du die Tür an die Seite kriegst. Bis Danke. Morgen. Bis morgen. Bis morgen. Lieb dich. Na, sag mal, ich bin irgendwie unromantisch.
Der erste Tag. Fühlt sich nicht wirklich anders an. Nein, tatsächlich nein, nicht wirklich. Weil es hat sich nichts verändert. Nein. Nur, dass ich jetzt wirklich das allerletzte Sagen habe. Und selbst das hat sich nicht verändert, weil es keine Gegenstimme gab damals. Ja klar, du hast dann immer viel auch das Government gefragt zur Absicherung, aber die haben ja im Prinzip ja das Vertrauen Ausdruck gegeben. Und solange wir die Sache gut machen und es keine, ich sag mal jetzt, Beschwerden gibt, machen wir unsere Sache ja gut. Wir kümmern uns, dass Geld in die Kasse kommt. Wir kümmern uns darum, dass die Leute einen guten Führerschein machen. Ja, eindeutig. Und wenn wir uns jetzt dann ein paar Autos umlackieren, weil wir das Taxi wieder ein bisschen präsenter und auch optisch ist das, denke ich, dadurch gerechtfertigt. Definitiv. Und wenn wir sagen, okay, es ist jetzt keine Anfahrtsgebühr, sondern eine Grundgebühr, dann ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ja, wir können es... 35 Euro. Ja, aber es ist ja nicht viel. 35 Dollar. Was denn? Siehst du den Einparkpunkt? Ja, sehe ich. Fahr weiter vor. Ich sag, wenn Stopp. Noch ein Stück, Stopp. Stopp, du bist schon dran. Okay, weil ich sehe nicht, warum auch immer. Du bist drin, keine Sorge. Aua, au. Ah. Autsch, alles gut, mir geht's gut. Hast du sehr weh getan? Nein, ich bin nur gerade mit dem Knie ein bisschen gegen die Tür gekommen. Alles okay. Ich geh mal eben schon einpacken. Hm? Alles gut. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Weil ich sehe hier nichts. Also genau hier. Nee, ich sehe gar keinen grünen Punkt. Wie sonst immer. Ganz komisch. Sehr irritierend. Ja, hatte ich, glaube ich, vor ein paar Tagen auch mal. Da musste ich mir auch irgendwie ein bisschen über die Augen wischen. Aber ungefähr hingestellt. Und Stinky hat's ja gesehen. Ja, Verdacht hätte ich das jetzt auch irgendwie gemacht, aber... Ja. Wenn du es siehst, dann ist es einfacher. Hat sich den Henry für neue Klamotten bestellt? Keine Ahnung. Hast du ihn schon zum Ausbilder gemacht oder... Nein. ...schwankst du jetzt doch noch? Er hat noch nicht den Rang dafür. Ich möchte erst mal gucken. Apropos Rang, Nate würde ich morgen nicht befördern. Nein, hat er auch noch nicht, er hat noch nicht genügend Zeit da in diesem Rang verbracht. Er war jetzt seit der letzten Besprechung auch nur mit heute zweimal da. Wenn er morgen da ist, dreimal und das ist weniger. Mhm. Nee, er bekommt den morgen auch noch nicht. Das ist noch zu wenig Zeit gewesen, um jetzt wirklich sagen zu können, okay, er hat's verdient. Henry muss ja jetzt auch noch eine Woche mehr warten. Wir haben ja auch gesagt, okay, ab 3 Tagen kann man befördert werden. Wegen der Hälfte plus Ruhetag. Aber mir ist das ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu wenig. Ich bin ja schon selten da und bin öfter da als er. Mhm. Nee, also Nate bekommt den auch morgen noch nicht, die Beförderung. Definitiv noch nicht. Er hat mich jetzt schon mal gefragt wegen Fahrsicherheitstraining. Mhm. Ich habe ihm jetzt aber auch gesagt, ich würde das gerne halt mal sehen. Er würde mir von der Karte mal ein Foto machen und mir das mal zeigen, wo er das gerne machen möchte. Und dann fahre ich mit ihm mal zum LSPD und frage da mal nach. Also er ist wohl da dran. Ja, ich habe eine Alternativstrecke. Du hast eine Alternativstrecke? Ich habe eine Alternativstrecke. Oh, wo denn? Am Exporthafen. Ich muss das aber noch einmal austesten. Okay. Nicht Exporthafen, aber irgendwie da am Hafen, da hatte ich mit Danny auch mal geguckt gehabt. Da haben wir auch schon ein bisschen gebrainstormt. Mhm. Also wir wissen die Ecke, wo wir das machen können, aber wie, das haben wir noch nicht rausgeknubbelt. Okay.
als ich mit Danny hier durch die Gegend gefahren bin für Motorrad und so weiter. Da habt ihr da auch eine Ecke gefunden. Ah, okay. Und ja, das wäre auf jeden Fall was für die Polizei, so mit Überholen und so weiter. Mm. Und scharfe Kurven. Mm. Das ist gut. Wir können ja auch nicht wirklich viel aufbauen, ne? Also, echt? Ich meine, wir können ja auch zwei. Wir können ja auch zwei Strecken haben. Ja. Ne? Und deswegen sage ich auch die ganze Zeit, ich würde gerne wissen, wie die Strecke von Nate aussieht und wie man die machen muss und wo die überhaupt ist. Mhm. Was muss man da aufbauen? Was kann man machen? Mhm. Er hat ja noch gar nichts geliefert. Er hat nur gemeckert, das LSPD rührt sich nicht. Ja, schon richtig. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen gucken. Und solange er nichts liefert, ganz ehrlich, werde ich mich nicht an das LSPD wenden. Nee, erstmal möchte ich auch was sehen. Weil einfach sagen, ich habe eine Strecke, ja, hui toll. Ja, er meinte Top Secret. Aber das hilft mir nicht. Ich möchte ja etwas sehen. Nee, ganz ehrlich, dann muss er woanders hingehen. Top Secret läuft nicht. Deswegen, ich möchte etwas Greifbares haben. Vorher sage ich auch nicht, okay, lass uns zum LSPD und da nochmal nachhaken. Bevor ich da nicht irgendwas in der Hand habe, sage ich nein. Vor allem, er hat nicht gesagt, es ist irgendwo in der Wüste, ja wunderbar. Er hat nicht gesagt, was er dafür braucht. Das LSPD muss da wohl was absperren und hin und her, das ist ein Riesenaufwand. Ja. Und deswegen, also, ich möchte erst was von ihm haben. Und er soll mir erklären, also er hatte mir ja schon mal was gezeigt. Ne? In der Wüste. Den Wisch habe ich auch bekommen, aber da war sonst nichts mehr. Da konntest du kaum was erkennen und meinte er auch, nee, das ist auch wieder verworfen. Na dann soll er mir die andere Alternative zeigen. Deswegen, also unterm Strich hat er nichts und ich weiß nicht, womit er zur Polizei gegangen ist. Das möchte ich halt gern erstmal sehen. Also ich weiß nicht, was er bei der Polizei wollte. Er wollte ja irgendwas genehmigt bekommen. Was wollte er genehmigt bekommen? Das war mit uns nicht abgesprochen. Und warum muss er erstmal genehmigt werden? Also, ich hake da morgen mal bei ihm auf den, also ich fühle mal ihm morgen auf den Zahn. Er soll uns das mal so ein bisschen deutlicher zeigen, was er da vorhat. Ja, weil, und das soll Hand und Fuß haben. Weil wenn nicht, dann soll er sich was anderes einfallen lassen. Und Top Secret läuft nicht. Mm-mm. Weil es muss jeder aus unserem Team können. Definitiv. Und auch ein Patrice. Und wenn er das. Peter. Und wenn er denn diese Stelle haben möchte als Fahrsicherheitskraft, dann hat er uns was zu liefern. Wir sind der Hund. Seit wann kommt denn der Hund zum Knochen? Der Knochen kommt zum Hund. Deswegen. Ist ein komischer Vergleich. Aber ich sag mal ja. Ja, das ist doch so, oder nicht? Ich bin verwirrt, aber das könnte auch an der Hitze liegen. Deswegen, ich gehe ins Bett. Okay, Bella. Wir sehen uns morgen. Ja, auf jeden Fall. Da ist ja Besprechung. Bin ich da. Mhm. Na dann. Alles klärchen. Ruh dich schön aus. Bis morgen. Tschüss. Mach's gut. So, habe ich irgendwas bekommen? Irgendein Anruf? 21:07. Einen wunderschönen. Hier ist Eva Svensson. Sie hatten mich versucht anzurufen. Ja, ich wollte Ihnen mitteilen, Ihr Jetski ist fertig. Schon? Wow. Ja. Das ist ja perfekt. Ich bin allerdings gerade auf dem Weg ins Bett und wird heute leider jetzt nichts mehr. Aber ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, der hat einen Bobcat und bei dem kann man auch tatsächlich einen Anhänger ankoppeln. Okay,
Aber ich muss, also dann würde ich sagen, morgen oder so, wenn mein Kollege morgen da ist, könnten wir das dann in die Wege leiten? Ja, kriegen wir hin. Perfekt. Ich habe mir nämlich extra heute schon Gedanken gemacht wegen Fahrzeug organisieren. Ja. Auch einen Hänger, also ja, einen Hänger habe ich da stehen, nur Fahrzeug wird schwierig. Ja, aber mein Kollege, der hat einen Bobcat und damit kann man einen Anhänger ankoppeln, also das geht. Von daher hätten wir das Fahrzeug. Okay. Das ist dann ja gut. Perfekt. Wann wären Sie ungefähr da, dass wir das dann abholen können? So ab 20 Uhr wäre ich morgen erreichbar. 20 Uhr? Das wäre gut, weil wir haben morgen 19 Uhr Dienstbesprechung. Wenn es ein bisschen nach 20 Uhr ist, dann ist es auch nicht so wild, oder? Ist auch kein Problem, nein. Okay, weil ich kann jetzt noch nicht genau einschätzen, wie lange das morgen dauern wird. Okay. Dann melde ich mich auf jeden Fall morgen, sofern wir fertig sind, dass wir uns dann auf den Weg zu Ihnen machen können. Ja, ist in Ordnung. Alles klar, dann haben Sie schon mal vielen herzlichen Dank. Nicht dafür. Dann einen schönen Abend noch und bis morgen. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Ja, super, ich habe mein Boot oder mein Jetski. So, yay. Okay, so. Microphone muted. So, meine Lieben, ja, das war der heutige Abend. Wir haben ja jetzt, ich fand es spannend mit der Gerichtsverhandlung. Wäre cool, wäre es natürlich gewesen, wenn der Angeklagte dabei gewesen wäre, aber es ist sein gutes Recht, auch natürlich nicht dabei zu sein. Wobei ich vermute ein wenig, dass er das auch ein bisschen geplant hat, nicht dabei zu sein. Aber ja. Meine Meinung habt ihr ja gehört, IC. Fand ich aber ziemlich spannend, so die Sache. Auch, dass ich das da hinten so mit anhören musste, was Shivo und die anderen da gesagt haben. Ja, aber das ist halt, ne? Das sind die halt. So, meine Lieben. Ich würde sagen, das wäre es für heute gewesen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dazu zugeschaut habt. Ich hoffe, euch das so ein bisschen besser gefällt mit der Kamera. Morgen ist Dienstbesprechung. Sprich, wir werden morgen ein bisschen mehr quatschen. Also wir haben ja heute schon viel gequatscht, aber an sich. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.